Scilla, der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum nunmehr 212. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen theologischen Podcast aus Duisburg-Rheinhausen. Heute mit dabei der monströs markige Mark. Hallo. Und dem flotastischen Flo. Ja, hallo. Ja, etwas ungewöhnlich diese Begrüßung zur heutigen Episode, aber seid beruhigt. Die wunderbare Hoaxmistress ist auch heute wieder dabei. Genau, und die sagt Hallo, ihr da draußen. Und bei mir ist natürlich der nicht minder wunderbare Alexander Hoaxmaster. Ja, und die fremden Stimmen, die ihr da gehört habt, gehören zum Gretchenfrage-Podcast, ein ja theologischer Podcast. Und das war ein sehr gelungener Crossover, den wir aufgenommen haben unter der Woche, weil uns der Marc, einer von den beiden von der Gretchenfrage, kontaktiert hat. Das habt ihr wahrscheinlich schon in der Episodenankündigung natürlich gelesen. Insofern ist das jetzt so ein bisschen natürlich nicht wirklich überraschend, aber dann doch überraschend. Und am Ende dieser Episode haben wir noch so ein paar ganz ausführliche Ankündigungen, die wir natürlich ans Ende packen und nicht am Anfang der Episode besprechen wollen. Deswegen wollen wir jetzt schnell Platz machen, denn du hast wieder eine Geschichte rausgesucht. Tatsächlich, das habe ich. Die Story der Woche. Ja, die Kunden bzw. die Passanten in einer bayerischen Einkaufsstraße werden sich an diesem Abend, an dem unsere Geschichte spielt, bestimmt gewundert haben. Sie gehen ganz normal ihrer Wege nach Geschäftsschluss, wahrscheinlich nach Hause, und kommen an einem Schaufenster vorbei und sehen plötzlich, dass da jemand steht und furchtbar winkt in diesem Schaufenster. Ich musste da, als ich das gelesen habe, sofort an den Film Mannequin denken, wo eine Schaufensterpuppe zum Leben erwacht und dann irgendwie rumgeistert. Das war aber in diesem Fall nicht so, sondern es handelte sich um jemanden, der aus dem Geschäft befreit werden musste. Es wurde dann der Inhaber angerufen, der dann das Geschäft aufgeschlossen hat, und dann hat sich herausgestellt, wie die Polizei dann der Öffentlichkeit am nächsten Tag mitteilte, dass ein 23-jähriger Mann wohl in der Umkleidekabine so am Nachmittag eingeschlafen ist und dann erst aufgewacht ist, als das Geschäft schon längst geschlossen war. Und da war er natürlich gefangen und musste sich dann irgendwie im Schaufenster bemerkbar machen. Wenn die Geschichte denn stimmt und ich nicht wieder eine von Bretnichs berühmten Spinne aus der Yucca-Palme Geschichten erzählt habe. Klingt auch so ein bisschen nach einer Drehbuchgeschichte, ja, aus dem Fernsehspiel, ja, oder so. Ja, genau. Kurios auf jeden Fall. Gut, werden wir am Ende der Episode dann erfahren, was dabei rauskommt. Thema der Woche. Und jetzt kommen wir zum Thema dieser Episode, und wie ihr sicherlich schon gemerkt habt, gibt es heute einen Crossover mit den Jungs von der Gretchenfrage. Hallo und herzlich willkommen nochmal. Vielleicht stellt ihr euch einmal noch den Hörern ganz kurz vor. Ja, hallo ihr beiden. Ich bin Marc, ich habe ja vorhin schon mal... Ihr beiden Hörer, ne? Stimmt, du hast recht. Aber das ist schön, Marc, dass du dich uns auch vorstellen möchtest. Ich finde das großartig. Sehr, sehr höflich von dir. Das ist, da merkt man die gute Erziehung. Also hallo euch beiden und hallo den Hörern von Hoaxilla. Marc von der Gretchenfrage, von der Gretchenfrage, dem soziotheologischen Podcast aus Gelsenkirchen in aller Regel zumindest. Neben mir sitzt Flo. Hi. Ja, genau. Jetzt hat er schon gesagt, wie ich heiße, brauche ich weiter eigentlich nichts sagen, außer vielleicht, wie wir dazu kommen und was wir da so machen. Also wir sind beide von Hause aus Theologen, haben uns auch im Studium schon mal, also zumindest sind wir uns da schon mal über den Weg gelaufen, haben uns dann hier im Ruhrgebiet wieder getroffen, sind also beides Diplom-Theologen und arbeiten jetzt auch tatsächlich beide im pastoralen Dienst unseres schönen Bistums Essen als Pastoralreferenten. Das ist so ein bisschen so wie evangelischer Pfarrer, nur innerhalb der katholischen Kirche. Das hast du sehr schön gesagt, Herr. Genau. Und das Schöne ist ja insbesondere, dass ich Flo's Lokalkolorit stundenlang lauschen könnte als so Randwestfale, finde ich ja. Ich mache ja den Report. Klingt vertraut, oder? Ja. Das ist einfach, ich finde das heimelig.
Und man sollte aber vielleicht nochmal dazu sagen, weil jetzt für all diejenigen, die die Gretchenfrage nicht kennen, man für einen kleinen Moment den Eindruck gewinnen könnte, dass ihr Priester seid. Mhm. Das seid ihr aber in der Form nicht, denn Marc, du bist zum Beispiel verheiratet. Vielleicht kannst du nochmal kurz für unsere Hörer beschreiben, wie das funktionieren kann, wenn man Diplom-Theologe ist, für die Kirche arbeitet, im pastoralen Dienst. Das ist vielleicht für die allermeisten nicht ganz so eingängig, die sich damit nicht auskennen. Na, im Prinzip hast du schon gesagt. Also wir haben die gleiche Ausbildung wie Priester eben auch. Nur, dass eben nach dem Diplom in Theologie die Priester den Weg eben ins Seminar gehen, ins Priesterseminar gehen, dann irgendwann die Weihe erhalten und dann eben als Pastor arbeiten. Also in aller Regel als Pastor, also als Leiter einer Gemeinde. Und wir Laientheologen, also wir Nicht-Geweihten, offizielle Bezeichnung ist da so Laie, ne? Wenn halt nicht geweiht, sondern beauftragt und gesendet, ne? Also schon auch irgendwie ordiniert für den Job in der Kirche aufgenommen und so. Pastoraler Dienst ist ja sowieso ein super weites Feld. Also es hängt ja einfach an der Organisationsstruktur von Kirche in irgendwie Gemeinden und Pfarreien. Da gibt es halt irgendwie eine Vielzahl von Aufgaben, die wir uns dann jetzt mittlerweile in Pastoralteams teilen, ne? Also gibt halt ein paar Sachen, die nur Priester machen, also das ganze Sakramentale, so, das machen halt Priester, und was jetzt mehr so Richtung Bildung geht, was irgendwie um Ehrenamtsmanagement geht, oder halt auch Sachen wie Begräbnisdienst, das machen wir dann halt wieder, ne? Oder schreiben halt Artikel oder feiern halt auch Gottesdienste. Ich habe regelmäßig im Altenheim Gottesdienste und halt Beerdigung und alles mögliche. Also es ist ein sehr, sehr bunter, vielfältiger Arbeitsbereich, den man da hat und den man sich dann halt mit verschiedenen Leuten verschiedener Berufsbilder, also Priester, Diakone, GemeindereferentInnen, PastoralreferentInnen und so weiter, dann in einem Pastoralteam teilt, und ja, so läuft es dann. Und die sakralen Dinge, das ist für mich, der ja inzwischen sowieso in gar keinem Verein mehr ist, aber ich war ja, so lange wie ich drin war, Protestant. Abendmahl, sowas wie die letzte Ölung, obwohl das gar nicht so richtig der richtige Begriff, glaube ich, ist. Richtig. Also diese Dinge, das machen die Priester, das macht ihr dann nicht, oder? Genau, also ich, wenn ich gefragt werde, was ich mache, und ich habe irgendwie entfernt einen Christen vor mir, dann antworte ich meistens, dass wir so etwas sind wie Priester ohne Weihe, damit man grob die Idee hat, was wir dürfen und was wir nicht dürfen, und tatsächlich alles, was mit Sakrament zu tun hat, also Taufe, Hochzeiten, also Ehe, Sakrament, Spendung beziehungsweise daneben stehen und bezeugen, die Abendmahlsfeier und die Krankensalbung, nicht letzte Ölung. So, genau. Genau, das dürfen wir alles nicht. Also alles, was irgendwie damit zu tun hat, Firmung logischerweise auch nicht. Das ist alles nicht in unserem Arbeitsfeld, aber alles andere ist in unserem Arbeitsfeld, was wir irgendwie durchaus machen dürfen. Also sowohl Flo als auch ich dürfen halt Gottesdienste halten. Es dürfen halt nur keine Eucharistiefeiern sein. Wir dürfen beerdigen, hat Flo ja auch gerade schon gesagt, weil das eben... Magst du den Begriff nochmal gerade erklären, Eucharistiefeiern? Ja, das ist quasi eine heilige Messe, ne? Also Eucharistiefeier ist ein Gottesdienst mit Abendmahl. Drin steckt das griechische Wort Echaristo, ich sage Dank. Und das heißt eigentlich Eucharistiefeier, ne? Also Danksagungsfeier, wenn Menschen sagen Dank dafür, dass wir ein tolles Leben gekriegt haben vom lieben Gott oder von der lieben Göttin, oder? Ja, also das, was man so am Sonntagmorgen kennt, ne, in aller Regel, ist dann, also sonntagsmorgens ist es zwangsweise, in allermeisten Fällen zwangsweise eine Eucharistiefeier. Und so dieses Ganze, das ist eine feste Form, die an einem festen Ablauf und damit auch einem festen Vorsteher, nennen wir das, also jemand, der das Ding leitet, gebunden ist. Und das dürfen, das ist halt für uns so nicht drin. Das heißt nicht, dass wir nicht daran nicht mitwirken dürfen, aber wir dürfen einer solchen Feier, einer Messfeier nicht vorstehen. So. Ja, das ist kirchenrechtlich halt so geregelt. Ja, genau. Wobei heutzutage ist vielfach den Leuten gar nicht mehr so groß aufzufallen scheint, wo jetzt der Unterschied ist zwischen einer heiligen Messe und einem anderen katholischen Gottesdienst. Wortgottesfeier, so. Genau. Ist halt auch, ich weiß gar nicht, ist es in der evangelischen Kirche, gibt es da eigentlich diese scharfe Trennung? In der evangelischen Kirche, das gibt es in der Fall, glaube ich, nicht. Ne? Immer mehr. Es gibt sie immer mehr. Das so. Okay, also zu meiner Zeit vor 20 oder 25 Jahren, glaube ich, ist das noch nicht so thematisiert worden, glaube ich, bei den Gottesdiensten, bei denen ich dabei war. Kommt auch sehr darauf an, welcher Kirche du dich bewegst, ja. Ja. Aber eigentlich wollten wir ja gar nicht über, genau. Sondern wir hatten ja eigentlich das, also der Marc, der, was anderes, ne, der schrieb mich genau. Gestern an und meinte immer hier da Crossover mit den Waschkaus, und deswegen
So ist es. Deswegen sind wir eigentlich da und da gab es einen Anlass. Wir wollten nämlich tatsächlich etwas de-hoaxen, ja? Also der Grund, warum wir zusammensitzen hier und warum ich dich angeschrieben hatte und ich glaube relativ aufgebracht auch angeschrieben hatte, war, dass ich also hörte von einer Bekannten von mir, die hatte derzeit einen Verwandten, einen engen Verwandten, einen nahen Verwandten im Krankenhaus liegen aufgrund eines Autounfalls. Und das spricht sich natürlich rum im Bekanntenkreis und im Kollegenkreis und dann hat ihr jemand ein heiliges Öl gegeben. Ja, also eine kleine Flasche mit einem Öl drin. Ich muss den Namen gleich tatsächlich nochmal nachgucken, Charbi Maklouf, meine ich, heißt er. Und also ein Mennonitenmönch aus dem Libanon. Und von dem dieses Öl also stammt und dieses Öl soll heilende Kräfte besitzen. So, und sie fragte mich, kennst du das? Kennst du dieses Öl? Kennst du diesen Heiligen? Und was ist denn so grundsätzlich davon zu halten? Und ich habe also noch nie was von diesem ganzen Namen gehört gehabt und hatte mir das dann also angeguckt. Und je mehr ich mich in diese Geschichte von diesem Heiligen eingearbeitet habe und je mehr ich mich in die Geschichte von diesem Öl eingearbeitet habe, desto mehr schrillten also meine, oh Gott, was ist das denn für ein Dreck, Alarmglocken, ja? Also das war wirklich, das Wort Schlangenöl kam mir durch den Kopf, als ich das also las. Die Geschichte geht so, dass, ich bin mir gar nicht sicher, wie seine konkrete Vita war. Auf jeden Fall, dieser Mönch lebt, er stirbt irgendwann. Und kurz um seinen Tod herum wird also eine Frau von einem Leiden geheilt. So, das ist soweit nichts Ungewöhnliches. Und dann allerdings beginnt sein Sarkophag eine ölähnliche, das wird also tatsächlich auch so benannt, dass es ein bisschen klingt, als wäre es was Schleimiges, ja, eine ölähnliche, seltsame, mysteriöse, nicht näher benannte Flüssigkeit aussondert. Also die sickert da so raus, offenkundig. Und dieses Öl soll jetzt also heilende Kräfte haben. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was immer das sein mag, mag ja sein, vielleicht so ein Harz oder so. In jedem Fall kann es aber nicht sein, dass das unfassbar viel wäre. Also dass ich meine, das ist ein Sarkophag, für einen Menschen, wie lang kann der sein? 2 mal 1,20 Meter oder so. Und ich habe mir das dann angeguckt und habe auch geguckt, wo man dieses Öl herbekommt. Und ich habe also einen Verlag gefunden, der das vertreibt hier in Deutschland. Und die haben auch einen Webshop, oder? Genau, die haben auch einen Webshop und die verkaufen das für 4 Euro für 20 Gramm. Und ich habe mir so gedacht, und da war dann endgültig Schluss bei mir, also wenn die das verkaufen und die wollen damit mindestens plus minus null rausgehen, aber möglicherweise auch Gewinn machen, wie viele Hektoliter Öl müssen denn aus diesem Sarkophag sickern, damit das Sinn macht? Und dazu kam auch noch, dass, also da sind sehr widersprüchliche Informationen, es beginnt dabei, dass nicht ganz sicher zu sein scheint, wo dieses Öl raussickert. Eine Internetquelle sagte aus dem Sarkophag, eine andere sagt aus seinem Bildnis, also es gibt wohl so ein Bild, das man von ihm gemalt hat oder erstellt hat und da sickert das also raus und dann hieß es auf einigen Webseiten, dass man das nur im Libanon bestellen könne, dann nur über Shops in der Schweiz und dann wie gesagt dieser offenkundig deutsche Shop, der das ohne weiteres hier so vertreibt. Und da war dann so der Punkt bei mir gekommen, wo ich dachte, Moment mal, das ist doch harte Geldmacherei. Und das hätte mich normalerweise nicht so wirklich stark jetzt irgendwie gestört, weil niemand muss das kaufen, keiner wird dazu gezwungen und es gibt da jetzt auch irgendwie, ne, also keine schlimmen Mechanismen, die jetzt Leuten das Geld aus der Tasche ziehen. Aber ich fand's halt so fies, weil im Zweifelsfall ja gerade mit diesem Öl so ein nicht explizit, aber implizit ausgesprochenes Heilsversprechen irgendwie verbunden ist, ne? Also wenn du das nimmst und deinem geliebten Verwandten gibst, dann wird der wieder gesund. Und das fand ich ganz schwierig. So, und da habe ich dann gedacht, okay, und jetzt müssen wir reden. Ja, genau. Denn es ist im Prinzip eine Art Hoax, könnte man sagen. Das heißt also verwachsenes Terrain. Ja, verwachsenes Terrain, ja.
durchaus wissenschaftlich kritisch hinterfragen könnte. Ja, und das Amüsante ist dann, dass ich eine Freema-Nachricht von Marc bekam, und immer wenn ich Freema-Nachrichten von Marc bekomme, dann bin ich immer ganz begeistert. Und vielleicht ganz kurz nochmal für die Hörer der Gretchenfrage, die das jetzt hören, die sagen, wer sind eigentlich diese komischen Leute, die da reden? Wer ist denn dieser Mann und diese Frau? Wir sind tatsächlich das Team von Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Und vielleicht noch zu meiner Person vielmehr. Mein Name ist Alexander und meine Partnerin ist die Alexa. Ja, ich bin Alexa, hallo. Auch meine Ehefrau übrigens, sogar übrigens kirchlich geheiratet, sage ich deshalb dabei, weil ich inzwischen aus der Kirche auch ausgetreten bin. Und neben Hoaxilla, der sich wirklich mit wissenschaftlich-kritischer Betrachtung der Welt beschäftigt, auch noch einen Podcast mache, der Glaubenssache heißt, wo ich mit einem Katholiken zusammen über Atheismus und Katholizismus im Diskurs spreche. Und ich mag es immer sehr, mit ernsthaft gläubigen Menschen zu sprechen, weil ich auch als Atheist natürlich sage, Religionsfreiheit in Deutschland, Grundgesetz geschützt, bedeutet, dass man glauben möchte oder darf, was man möchte, aber eben auch das Recht hat, nicht zu glauben. Und wenn dann Marc, der ja schon seinen Beruf geschildert hat, mich kontaktiert und sagt, darüber muss ich mit dir reden, dann weiß ich immer, jetzt wird's besonders spannend und besonders interessant. Mhm. Und für mich natürlich in der Außenbetrachtung, Marc, das ist jetzt ja sehr ausführlich beschrieben, also ein tragischer Fall natürlich hier, den du zunächst mal beschreibst. Aber natürlich für mich jetzt wirklich als ernsthaft nicht gläubigen Menschen immer wieder interessant, wissenschaftlich kritische Menschen bei ernsthaft glaubenden Menschen zu finden, wo ich dann immer sage, wo wird die Grenze gezogen? Und daraus entbrannte dann sofort die Idee zu sagen, wir haben ja über das Sakrale schon gesprochen, über die Sakramente in der katholischen Kirche. Das hat ja was, vielleicht in Zügen von außen betrachtet, auch was Magisches. Also die Wandlung beim Abendmahl, das hat ja so einen magischen Aspekt in der katholischen Kirche. Ihr dürft mich gerne korrigieren, wenn ich Quatsch erzähle. Machen wir gleich schon. So. Ja, aber so nehme ich das ja wahr. Und das ist dann spannend, wenn bei euch sozusagen die Alarmglocken schrillen und sagen, das geht jetzt zu weit. Also da wildert jemand in unserem Terrain. Und ich finde das halt, und zwar natürlich völlig zu Recht übrigens. Ich fand das also auch natürlich genau richtig. Aber da wäre für mich jetzt auch nochmal ganz spannend, mit euch beiden zu sprechen, oder für uns total spannend. Wo sind denn da die Grenzen? Und was wird eigentlich überhaupt in diesem ganzen Wunderglauben und Reliquienglauben, wo steht denn überhaupt die katholische Kirche dahinter und wo steht sie eben nicht dahinter? Vielleicht bevor wir da einsteigen, nochmal ganz kurz zwei Worte so zu unserer Entwicklung im Podcast, weil das vielleicht auch nochmal ganz wichtig ist. Also ich glaube, als wir Hoaxilla angefangen haben, waren wir sehr dogmatisch, so in unserer skeptisch-wissenschaftlichen Sicht, und haben sehr wenig gelten lassen in den Bereichen, die klassischerweise so von Skeptikern in Deutschland beackert werden. Also wir haben natürlich gekämpft und gewütet gegen die Homöopathie und alle möglichen Dinge. Inzwischen sind die häufigsten Themen, mit denen wir uns beschäftigen, eigentlich eher so merkwürdigerweise im politischen Bereich zu finden, also bei den politischen Verschwörungstheorien und so weiter. Und bei der braunen Esoterik, das sind so die Kernthemen, mit denen wir ganz oft konfrontiert werden. Unsere Sicht hat sich auch insofern gewandelt, dass wir viel mehr sozusagen den Menschen selber die Entscheidung überlassen möchten, wie sie ihr Leben gestalten und ob sie nun esoterische Dinge irgendwie in ihrem Leben zulassen, ob sie das brauchen, ob sie das möchten. Ganz persönlich bei mir ist es allerdings immer noch so, wenn falsche Heilversprechen gemacht werden, das heißt also, wenn mit Menschen in verzweifelten Situationen, Geld gemacht werden soll, dahingehend, dass ihnen versprochen wird, wenn du das und das irgendwie zu dir nimmst oder deine Haut damit einreibst etc., dann wirst du geheilt. Da hört bei mir auch heute noch der Spaß auf, und insofern fand ich das, was du geschildert hast, Marc, besonders interessant. Ja, also ich möchte das gleich tatsächlich ein bisschen einschränken, und vielleicht machen wir tatsächlich gleich auch nochmal kurz die Runde über Sakramente, Reliquien und Volksfrömmigkeit. Aber ich würde es tatsächlich ein bisschen einschränken. Also nochmal, besagte Freundin hat mir oder Bekannte hat mir nicht gesagt, sie hat das bekommen mit den Worten, gib das deinem Verwandten, dann geht's dem besser. Sondern das sind mehr so Sätze wie, vielleicht hilft's ja. Versteht ihr? Also das ist nicht, ich erlebe das auch nicht. Also ich erlebe nicht, dass
also das war vielleicht vor 50 Jahren noch so. Also meine Großmutter hat noch solche Sätze gesagt. Meine Großmutter hat noch zu mir gesagt, wenn dich mal ein böser Mann, damals gab es ja noch böse Männer, wenn der dich mal ein böser Mann verfolgt, geh in die Kirche, da kommt der nicht rein. So, ne? Also da ist dann, keine Ahnung, der verpufft dann oder zerfällt zu Staub, keine Ahnung, was sie sich vorgestellt hat. Auf heiligem Boden. Genau, da passiert nichts Böses, ne? So. Und hier Christophorus-Plaketten sind es auch ganz gerne. Ja. Ja. Aber niemand, also ich habe noch keinen Katholiken gesehen, der da völlig fassungslos vor seinem gerade kaputtgefahrenen Auto stand und sagte, aber ich hatte doch eine Christophorus-Plakette. Also sowas erlebe ich nicht, ne? Und ich habe auch nicht den Eindruck, dass das also ein wirklich klar ausgesprochenes Heilsversprechen ist. Aber es trägt erste Züge davon. Und in diesem während dem Anfängen, ne, da habe ich dann, da schrillten, wie gesagt, dann so ein paar Alarmglocken. Also ich glaube, diese ganze, ich kann ja eine ergänzende Geschichte dazu erzählen. Meine direkten Nachbarn, die haben so in etwa mein Alter, vielleicht ein bisschen jünger, haben gerade ihr erstes Kind gekriegt. Und ja, der Kleine, der ist halt ständig irgendwie krank jetzt, also ständig Fieber und so, und ja, Ärzte sagen, er ist irgendwie komplex, ist jetzt auch nichts total Schlimmes, aber er kriegt halt regelmäßig mal seine Fieberschübe und da muss man einfach warten und so, und also das ist medizinisch schon gut betreut und so weiter, aber ja, und die kam dann halt irgendwann mal und meinte mein Nachbar, hör mal, wie sieht das aus, kannst du nicht mal irgendwie, machst du eigentlich auch Krankensalbung, ne, und so, weil irgendwie wissen wir uns auch nicht mehr, damit zu helfen, das geht irgendwie immer nicht so richtig und so blau und blub, und dann meinte ich halt auch zu denen, also erstmal Krankensalbung das nicht, aber wir können natürlich gerne uns zusammensetzen und den Knaben segnen und einander segnen und miteinander beten, so, das können wir immer irgendwie machen, ne? Aber also auch bei einer Krankensalbung würde ich jetzt nicht davon ausgehen, dass das irgendwie, ist ja keine Hexerei, ne? Also es ist ja nicht, dass das dann irgendwie per se dann wirksam ist und dann ist alles weg. Und daraufhin meinte meine Nachbarin, wie gesagt, so mein Alter, ne? Also ein bisschen jünger, ja, weißt du, aber doch nichts unversucht lassen. So. Ne? Also ging das eher so in diese Richtung. Ich würde mal sagen, diese ganzen Sachen, also ob das jetzt eine Sakramentalie ist, wie jetzt so ein Ritual, ne? Eine Krankensalbung oder ein gemeinsames Beten oder ein spezieller Segen in einer bestimmten Lebenssituation, oder ob es dann halt jetzt so Dinge sind, die Richtung Wundermittelchen, so eigentlich Reliquien von Heiligen was herlaufen, so. Ich glaube, das sind immer auch Versuche von Menschen, sich irgendwie Lebensbereiche einsichtig zu machen oder da mehr Kontakt dazu zu kriegen, was ihnen da gerade so passiert, wo sie so mal mit normalen Mitteln nicht weiterkommen, ne? Oder nicht so. Dann ist man natürlich sehr offen, dass wenn, also was ich wage fast zu behaupten, dass ihr so auch ihr beide solche Momente mal habt im Leben, ne? Wo irgendwie sowas, irgendwie so im Kopf hergestellte Kausalitäten oder sowas plötzlich irgendwie eine Rolle spielen, ne? Oder wo man sagt, ja, jetzt weiß ich auch nicht mehr, aber das kann man ja wenigstens versuchen, schaden kann es ja irgendwie nicht und so. Also das ist immer schon irgendwie schwierig, dieser ganze Bereich ist überhaupt schon mal schwierig zu fassen, anzusprechen. Wobei ich sagen muss, dass ich da versuche, tatsächlich aktiv dann gegen diese Gedankengänge rational vorzugehen, was aber sehr anstrengend ist. Da ist ja magisches Denken. Ja, das muss ja auch nicht jeder machen. Also insofern, das ist ja legitim. Aber Marc und Flo, mir fällt so spontan aber eine Sache ein, weil ihr sagt, das ist eben diese Versprechen. Was ist denn mit Lourdes? Das ist für mich eigentlich so das Beispiel. Da ist doch ganz klar ein Heilungsversprechen, zumindest in der gesellschaftlichen Wahrnehmung. Also dieses Wasser da hat, wenn man 100 Leute fragt, würden die 80 Leute sagen, ja, das hat heilende Wirkung und ist pilgern, tatsächlich dann mal, um auch einen richtigen Begriff vielleicht zu benutzen, so viele Menschen dahin in der Erwartung, dort Heilung zu erfahren. Mhm. Was ist denn mit so einem Phänomen? Wo willst du anfangen? Marc atmet schon. Nee, ich tief ein. Das war ein Einatmen und ein Seufzer und okay. Vielleicht nur kurz zur Geschichte von Lourdes. Also ich habe das jetzt auch nicht so im Kopf, ist auch jetzt nicht so mein Dingsi. Also im 19. Jahrhundert, ne, gab es eine Serie von Marienerscheinungen. Also gab es irgendwie irgendwie ein Mädchen, ist also in Südwestfrankreich, so ein kleines Dörfchen eigentlich, ne? Oder eine kleine Stadt. Ja. Die hat da mehrfach also die Mutter Gottes gesehen und die war selber, glaube ich, auch krank und die hat ihren Arm in der Quelle, in der Höhle, wo sie die Mutter Gottes gesehen hat, gebadet und dann ist sie irgendwie gesund geworden und das hat sie dann erzählt so. Und
das ist dann irgendwie relativ bald so ein Hype geworden quasi. Jetzt muss man sich das ohne Internet vorstellen, ne? Also alles im 19. Jahrhundert, aber es geht, also Hype geht trotzdem. Dann wurde das auch von offiziellen Kreisen der Kirche halt irgendwie untersucht, sowohl die Personen, also diese Bernadette wurde interviewt und alles Mögliche. Und es gab dann irgendwie noch mehr Leute, die da hinkamen und meinten, sie wären irgendwie geheilt geworden. Jetzt gibt es beim Vatikan, soweit ich das sehe, tatsächlich also ein medizinisches Büro, die also Gutachten erstellen, und zwar wirklich bretthart vor medizinischem Hintergrund, um halt sicherzustellen, dass, wenn es so etwas wie eine Wunderheilung gäbe, wenn sie da fest, also wenn sie da irgendwie behauptet wird, dass es dann auch sicher eine Wunderheilung ist. Also nicht, dass da zufällig jemand ganz natürlich gesund geworden ist, ne? So, denn also kurze Zwischenfrage, stellen die auch mal Wunderheilungen tatsächlich fest, oder ist das dann 99% der? Die werden festgestellt, also okay. Im Falle Lourdes, ich habe das gerade nochmal kurz gesehen, gibt es, glaube ich, mittlerweile von dieser vatikanischen Einrichtung her, beziehungsweise also sozusagen kirchenamtlich offiziell als solche beglaubigt und beurkundet, gibt es also, glaube ich, 40 sogenannte Wunderheilungen, die im Zusammenhang mit Lourdes da dokumentiert sind. Von insgesamt irgendwie Hunderten und Tausenden, ne? Aber ja. So. Aber trotz allem, also da muss man ja schon jetzt nochmal sagen, da bleibe ich ja erstmal zunächst skeptisch, ganz klar. Da würde jetzt natürlich, aber da seid ihr jetzt nicht dran. Ne? Da müssen wir natürlich nochmal schauen, wie ist denn genau dieses Verfahren? Welche Kriterien werden angelegt? Und genau. Es gibt ja halt auch einfach den Aspekt, wenn man es nicht religiös geprägt wird. Also sieht, immer wieder spontane Heilung, klar. Genau, die spontane Remission. Also selbst der grausamste Krebs kann in einem von einer Million oder genau, einfach fünf so Millionen Fällen auch mal wieder so verschwinden. Aber das zeigt aber trotzdem schon selbst, also es zeigt, die katholische Kirche ist sich offensichtlich dieses Themas bewusst, versucht in ihrem Glaubenskonstrukt, sagen wir mal, auch faktisch vorzugehen. Und das zeigt ja schon, wenn man jetzt mal, müssen wir mal in die Besucherzahlen gucken, aber das werden sicherlich mehr als 100 Besucher im Monat sein, die nach Lourdes fahren, über viele, viele, viele Jahre hinweg, 40 Wunderheilungen. Das ist ja auch nicht so massiv, aber trotzdem 40 Wunderheilungen, die man finden kann. Von vielleicht bin ich der 41. Ne? Weiß ich nicht. Also eben genau. Ja, richtig, genau. Also der Eindruck wird ja schon auch erweckt. Aber die Frage ist, ob das wirklich von ist immer die, also das ist super, super spannend. Also ich klar wird ein Eindruck erweckt. Die Frage ist jetzt, steckt dahinter eine Verschwörung, ne? Oder beziehungsweise gibt es Leute, die das mit Absicht tun? Also ich weiß jetzt zum Beispiel von diesen vatikanischen Einrichtungen, dass die in erster Linie dem Zwecke dienen, ausufernde Volksfrömmigkeit irgendwie zu kanalisieren und einzugrenzen. Ja. Man muss auch dazu sagen, diese ganzen, also sowohl Reliquienkult der Kirche, wenn es darum geht, möglichst viel von möglichst vielen Heiligen zu haben, und das, weil das irgendwie auch alles heilige Materie ist, weil die waren ja ganz nah an Gott dran in ihrem Leben, und also ist dann, was von ihnen überbleibt, auch irgendwie noch in besonderem Maße heilig. Und deswegen vielleicht irgendwie wunderwirksam, so, das ist, das sind so Vorstellungen, die sind schon in der Antike entstanden, mehr oder weniger. Also es ist tatsächlich auch ein Proprium des Christentums, weil die heidnische Umwelt, also die hellenistische Umwelt, so im 1., 2., 3. Jahrhundert, die fand, also die war alles, was irgendwie Leiche oder Leichenteil war, einfach grundsätzlich unrein und gehört weg, ne? Kann also nicht heilig sein, so kann also nicht. So, und dann kam halt die ersten Christen, Christinnen für ihren Glauben halt gestorben, also umgebracht worden in Christenverfolgung oder so. Und deren Gräber, die hat man dann auf besondere Weise verehrt und aufgesucht, weil das waren ja auch nachweislich strahlende HeldInnen des Glaubens, ne? Sehr dafür gestorben. So. Also ging man halt davon aus, da ist man näher bei Gott, irgendwie so, bei den Gräbern. So. Und irgendwann fing man dann halt auch an, da müssen wir nicht das Grab, und außerdem, wenn man den so ein bisschen auseinandernimmt, dann haben wir auch viel mehr Leute was davon, ne? Also jetzt den Ex-Heiligen, was von ihm überbleibt, so. Oder die, so. Und dann ging es also los, dass man halt sterbliche Überreste auch zu verehren begann und solche Vorstellungen hatte über, dass sie möglicherweise auch wunderwirksam sind. Und das ist natürlich tatsächlich, wie du vorhin schon sagtest, das ist natürlich erstmal jetzt nicht theologisch einzuholen in dem Sinne, sondern das ist natürlich erstmal einfach nur magisches Denken, ne? Es gibt irgendwelche so.
Naja, und eine Übertragung ins also eine Übertragung der Religion ins ganz Konkrete, ja, genau. Ne? Also es ist halt, was du wirklich mit den Sinnen begreifen kannst, während gegen oftmals religiöse Fragen durchaus eher abstrakt sind. Also ich glaube, dass daran nicht, nur um das nochmal ganz deutlich zu machen, was du sagst, ist ein wesentlicher Punkt für die ganze Heiligenverehrung, auch für den Umgang, ja, mit Reliquien und so weiter. Es geht einfach darum, dass offenbar Menschen ein Bedürfnis haben, es irgendwie auch zum Anpacken zu haben. Ne? Auch religiöse Vorstellungen halt nicht nur allein irgendwie im Glauben zu erleben und im Leben zu erleben, sondern zu sagen, ne, das, guck mal, da ist wirklich diese heilige Person hat definitiv dieses und jenes getan und ist, weiß ich nicht, für irgendwas gestorben. Auf jeden Fall haben zig Leute die bewundert und waren also ganz nah dran an Gott. Und die hat wirklich, wirklich gelebt. Das sieht man. Hier sind nämlich noch, ja, ne, kannst du heute Fingerknochen sehen. Die war wirklich, wirklich da. Und das ist also sozusagen die Forschung, dass die Sphäre des Göttlichen sich tatsächlich raumzeitlich materialisiert in unserer Weltgeschichte. So, ne? Das ist eigentlich, das ist so die Idee, weswegen das alles die Leute so geil finden. Und das ist erstmal, ja, passiert und dann kam eine theologische Reflexion daraus. Es gab nicht vor die Theorie, dass das so sein müsste, mhm, mit heiligem Kult, sondern es ist tatsächlich aus dem Brauchtum der Leute. Aus der Volksfrömmigkeit, genau, wenn man so, genau, will. Ne? Mhm. Was ja auch interessant ist, ist, dass deine Parallele tatsächlich zum Islam auch zu sehen ist, denn die Hajj, also ne, die Kaaba zu berühren letztendlich, das hat ja auch was Haptisches, so dicht dran zu sein, wie man gerade eben kann, das scheint ja dann tatsächlich kulturell etwas zu sein, was in den Menschen ja auch angelegt ist und dann eben in den Religionen unterschiedliche Ausprägungen natürlich hat, aber auch da geht es ja letztendlich darum, dorthin zu reisen und am Ende das dann einmal zu berühren, die Kaaba, ja, dann hast du deine Hajj erfüllt, deine, mhm, heilige Reise, ich will nicht sagen, das ist das Gleiche, aber einfach von außen das betrachtet, sehr, so dieser Wunsch, dem nahe zu sein, ist also Reliquien, Kult in dem Sinne, dass man also irgendwie besonders heilige Männer und Frauen grundsätzlich verehrt und dass man auch irgendwie was von ihnen zurückbehält, ob das Kleidungsstücke oder Körperteile sind, was auch immer so, ist auch nichts, was jetzt irgendwie aufs Christentum beschränkt wäre. Das gibt's auch im Buddhismus, das gibt's auch im schiitischen Islam in Teilen, dass da zumindest die Gräber von besonderen Persönlichkeiten halt stark verehrt und aufgesucht werden, so wie jetzt im Islam vor allem in der Hadsch halt die Kaaba, um die man sich versammelt, verehrt, weil der Prophet da ja auch schon gebetet hat. Ne? Also es ist wirklich, dass ich stelle mich in eine Linie mit dem Prophet, ich packe denselben Stein an, ich bin deswegen dichter dran. So, ne? Aber was ich so spannend finde an diesem Thema ist einmal der Aspekt, dass der Mensch halt einfach das Bedürfnis hat zu begreifen, also mit den, ja, Sinnen zu begreifen, mhm, tatsächlich, und das Bedürfnis nach Ritualen. Also wenn, mhm, wir jetzt uns die Volksfrömmigkeit insgesamt angucken, also das Gefühl, selber etwas durch Rituale bewirken zu können im Alltag, das ist so tief in uns verwurzelt und das ist, das stellen wir auch immer wieder fest, wahnsinnig schwer oder es entsteht ein Vakuum, wenn du den Menschen das nimmst durch wissenschaftlich kritisches Weltbild etc. Also wenn du jetzt sagst irgendwie, das ist alles Quatsch und da ist nichts dran und man braucht sowas eigentlich nicht. Und wenn du dann Menschen so etwas entreißen könntest, wenn es möglich wäre, dann entsteht wirklich dieses Vakuum und es fehlt ihnen etwas. Ja, und das wird ihnen mit Ablehnung begegnet. Das, ja, das ist vor allen Dingen auch Teil des, mhm, des Menschseins, würde ich sogar behaupten. Also, mhm. Und selbst die Humanisten versuchen ja selber Rituale, die dann also nicht diesen mystischen Überbau haben, mhm, oder den religiösen, aber dennoch Rituale sind, zu schaffen, ins Leben zu rufen, um eben dieses Bedürfnis zu stillen. Du siehst das ganz wunderbar, wenn du dich, also wir erleben das bei uns im Job einfach, ne? Wir stehen halt vor der Frage, wie können wir Menschen für die Botschaft Jesu begeistern, so ein bisschen, ne? Das ist also so die Frage, wie kriegen wir da so Christentum in die Gesellschaft irgendwie rein? Und wir wissen nicht ganz genau, oder wir stellen fest, dass so unsere Altersgruppe, so die Ende 20-Jährigen bis Anfang 40-Jährigen, dass die immer in einer sehr, sehr kleinen Gruppe verschwindend gering vorhanden sind. Ab da tauchen sie aber auf. Und die These, die wir momentan innerkirchlich verfolgen, oder zumindest bei uns hier verfolgen, ist,
in diesem Alter ist so die Hauptphase, dass ich konzentriere mich ganz auf das Weltliche, also mein Job, meine Familie, Haus bauen, irgendwie sesshaft werden, ist diese Phase ist abgeschlossen. Und jetzt stehen die Menschen plötzlich vor der Frage, gibt's eigentlich irgendetwas, das mehr wert ist oder das mehr ist, das da drüber steht, ne, das mir einen Sinn für meine Existenz verleiht. Und ich halte das für eine hoch und tiefst menschliche Eigenschaft, sich zu fragen, gibt es da etwas, das mich selber transzendiert? Das muss gar nicht unbedingt der christliche Gott sein, darum geht's gar nicht, sondern es geht darum, dass der Mensch sich die Frage stellt, ist da noch mehr als nur das Diesseitige? Ich habe mit meinem Partner Eduard bei Glaubenssache häufig den Diskurs, auf den wir natürlich keine Antwort haben, aber jeder unsere Meinung haben, nämlich die Frage, und da ist Eduard jemand, der eher sagt, im Menschen ist etwas Religiöses angelegt oder der Wunsch nach Religiösem angelegt, das ist seine Auffassung. Man muss vielleicht sagen, das ist Eduard Habsburg und das ist ein Habsburg und das ist ein Habsburg, der ja im Wesentlichen für den Katholizismus mitverantwortlich ist, familiär gesehen in Europa, dass der diese Einstellung natürlich hat, ist nachvollziehbar. Der kann gar nicht anders. Aber der meint das aber auch tatsächlich so, der glaubt da auch wirklich dran. Und das ist ein spannender Punkt. Ich gehe mal dahin und sage, ja, dieses Transzendieren, dieses Sinnsuchende. Und ich sage aber immer nicht religiös, sondern ich glaube, dass der Mensch etwas Spirituelles sucht in seinem Leben. Ne, das ist natürlich dann, da ist man schon in Begrifflichkeiten drin und es ist sehr, sehr interessant und ich glaube, wir erleben so einen gesellschaftlichen Wandel in unserer sehr aufgeklärten Zeit, die wir haben, wo es natürlich Menschen gibt, auch heute noch, die sich bei dieser Suche dem Glauben zuwenden und wir haben das Thema Religionsfreiheit in Deutschland schon thematisiert. Man kann sich ja im Prinzip jedem Glauben auch zuwenden. Das muss ja nicht der katholische Glaube sein. Und dann gibt es Menschen, die sich aus dieser Sehnsucht heraus der Esoterik zuwenden. Auch das ist wirklich ein Thema, wo wir dann heute bei so Dingen sind wie Feng Shui und was es alles gibt. Auch das kann ja alles sehr sinnstiftend plötzlich für Menschen sein. Und dann gibt es so Menschen wie mich, die am Ende sagen, mir reicht das Wissen, was wir über die Natur des Universums haben, und zwar das naturwissenschaftliche Wissen, schon genügend aus, um mir zu sagen, es gibt eine größere Ordnung von Dingen im eigentlichen Chaos. So, also das, und das ist dann das, was ich daraus ziehe, nämlich die Tatsache, dass das unendlich große Chaos irgendwie es schafft, dann doch eine Ordnung herzustellen und das allein zu betrachten und verstehen zu wollen, das reicht mir wiederum aus. Aber da haben wir, glaube ich, das ist im Menschen angelegt und trotz allem, und das ist ein Aspekt, den wir auch schon mal hatten in einem unserer Vorgespräche, ich als klarer Atheist oder auch nicht Agnostiker oder so, sondern ich bin Atheist und da kann man sich drüber streiten, ob das auch eine Glaubensansicht ist, aber da will ich gar nicht hin. Ich habe natürlich viele Dinge in meinem Leben hier in Deutschland, die zutiefst dem christlichen Glauben auch oder vom christlichen Glauben geprägt sind. Und ich bin mir dessen bewusst, weil viele atheistische Streiter, die ich so kenne, die natürlich gegen alles wettern, was Religionen angeht, auf vielen Ebenen, verkennen manchmal ein bisschen, dass doch weite Teile ihres Kulturlebens dann doch wiederum christlich geprägt sind. Und darüber haben wir ja schon mal kurz gesprochen. Ich finde das ganz schön, wenn ihr da nochmal eure Sicht auf dieses Thema nochmal kurz schildert, weil ich finde das ganz, ganz wichtig, auch als Atheist, das anzuerkennen und das zu realisieren. Du meinst jetzt das sogenannte christliche Abendland oder was? Ja, das wäre jetzt natürlich dann genau die christliche Leitkultur auch selber nicht rauskommen. Nein, das meine ich natürlich nicht, aber Dinge wie das Abendmahl, also all diese Dinge, die ja heute auch irgendwie noch so eine gesellschaftliche Bedeutung bei uns haben. Also viele Dinge, die aus dem christlichen Glauben entstammen, die subkutan sozusagen immer noch in unserem Leben drin sind. Oder im tiefen Strom, ja. Also da ist auf jeden Fall ist halt so. Also man darf das nicht, ich glaube, man darf nicht verkennen, welche Rolle Religion in früheren Phasen unserer gesellschaftlichen Entwicklungen gespielt hat, ne, oder gespielt haben. Das ist also eine viel alltägliche, viel normalere Bedeutung hat. Das war kein irgendwie besonderer Lebensbereich oder so, sondern also wenn du, ich habe
ich habe es ja vorhin schon mal kurz erwähnt, also ich habe Theologie studiert und Religionswissenschaft und eben auch Geschichte, also mittlere Geschichte. Und es gibt also durchaus die Auffassung, dass Kirchengeschichte im Mittelalter Mittelaltergeschichte ist. Das ist deckungsgleich. Ja, so. Ja, das waren die einzigen, die die Geschichte geschrieben haben, auch ein ganzes Stück. Von, ja, klar. Ne? Aber in der, im, also im Mittelalter ist der Mensch, also ist es für den Menschen gerade in Europa unstrittig, also völlig auch gar nicht anders denkbar, als dass er von Gott und Göttlichkeit und Religion umgeben ist. Also die Idee eines Atheismus existiert nicht mal. Ja. Mhm. Und infolgedessen ist ist Religion und Gesellschaft de facto dasselbe. Dann kam halt dazu, dass das, wie du schon sagtest, also die konnten halt lesen und schreiben, ne? Also übers Mittelalter gerettet mit den großen Bewegungen, also um jetzt sagen wir mal sowas wie eine kulturelle Stabilität zu erzeugen, da waren sicherlich eine riesenhafte Rolle gespielt, mehr noch als die Höfe der Fürsten. Auf jeden Fall die Klöster, ne? Weil das halt Orte waren, wo Frauen und Männer irgendwie Zeit hatten, was aufzuschreiben. Mhm. Ne? Also ich finde es immer ganz spannend, ich habe es heute noch tatsächlich gelesen in Vorbereitung auf die Folge, unter dem Stichwort Volksfrömmigkeit findet man in dem von uns hier und da mal zitierten Denzinger Hühnermann, das ist ein Lexikon über die wichtigsten Lehrentscheidungen der katholischen Kirche. Das Dogma ist da sozusagen kurz drin, naja, kurz zusammengefasst. Also irgendwie in, keine Ahnung, 1400 Seiten. Ja, 4 Kilo Buch oder so. Und da stand noch mal sehr schön drin, dass das ist ein anderer Blickwinkel. Die Frage stellt sich aus kirchlicher Sicht: Inwiefern müssen wir eigentlich weltlich sein? Ne? Und behaupten wir nicht umgekehrt, Kirche und Welt ist was völlig Unterschiedliches und wir sind erhaben über die Welt. Ne? Also aus theologischer Sicht kann man diese Position vertreten, dass alles Weltliche und Materielle per se schlecht ist. Und das sagt Kirche explizit nicht. Sondern sie sagt, göttlicher Wille, der offenbart sich in dem, was uns in jedem Tag begegnet und umgibt. Und das, was uns da so jeden Tag begegnet und umgibt, müssen wir nutzen, um ein christliches Leben zu ermöglichen. Ne? Also um göttliche Botschaft zu vermitteln und irgendwie um in der Lage zu sein, so ein bisschen Gott auch erfahrbar zu machen an der Stelle. Also ich kann an jedem Punkt, ich kann jetzt mal sehr, sehr konkret gesprochen, ich kann an der Kreuzung mit der roten Ampel und dem Typen, der nicht in die Pötte kommt, genauso christliche Nächstenliebe leben, wie ich das in einem Krankenhaus kann oder am Totenbett oder sonst irgendwo in der Familie. Und ich kann das über das Fernsehen tun, ich kann das über das Internet tun, also ich kann das, was irgendwie weltlich ist, kann ich nutzen. Das heißt im Umkehrschluss aber auch, dass Christentum grundsätzlich immer die Werkzeuge nimmt, die ihm gegeben werden. Und das sind in einem in Europa halt andere, als sie das zum Beispiel in, sagen wir mal, Indien wären oder in China oder in Amerika. Ja. Und deswegen, also ich fand sehr schön, dass der Satz drin stand, Christentum ist nicht kulturgebunden. Ne? Also es gibt nicht die eine Kultur, die mit dem Christentum verbunden wäre, sondern umgekehrt, jede Kultur kann christlich sein. Da sind wir völlig flexibel an der Stelle. Kleine Nebenbemerkung, ich hatte im Studium einen Kollegen, das fand ich sehr, sehr, sehr spannend, der hat eine Doktorarbeit geschrieben über eine Region in Tamil Nadu, das ist im Süden Indiens, wo er ein Phänomen beschreiben wollte und ich weiß tatsächlich nicht, ich hoffe, er hat sie auch geschrieben, ich habe ihn lange nicht mehr gesehen, und da passiert Folgendes, da gibt es eine, also da ist ein marienverehrender Orden, ein christlicher marienverehrender Nonnenorden ist darunter und hat also Christenmission versucht zu betreiben. Mit dem spannenden Resultat, dass da jetzt offenbar eine Statue steht in einem Schrein, die sowohl Züge der heiligen Gottesmutter als auch von Shiva aufweist, weil die Kulturen einfach verschmolzen sind an der Stelle. Das ist genau der Punkt, weil natürlich jede Kultur dann doch natürlich der Religion ihren Stempel aufdrückt. Klar. Also das ist dann aber ja zum Beispiel völlig aufs Heftigste. Ja, das so ist auch so sind auch dann die, sagen wir mal, die reflektierenden religiösen Vorstellungen, also jetzt mithin die Theologien, die sich so entwickeln im Lauf der Kirchengeschichte, natürlich immer extrem auch mit der kulturellen / sozialen Wirklichkeit der Leute verbunden, die sich da bemühen. Also ich meine, ne, dass Jesus am Kreuz gestorben wäre als Sühne, also als Wiedergutmachungsleistung sozusagen für die Verfehlungen der Menschen vorher,
Das kommt halt erst, das macht erst dann wirklich Sinn, wenn man halt wirklich in einem feudalen System lebt, wo es halt sowas gibt, ne, wo es halt den Oberherrscher gibt, dem dessen Ehre nicht beschädigt werden darf und so weiter, der immer für Ausgleich sorgt über die verschiedenen Unterstufen und so weiter. Und dann wird so eine Vorstellung überhaupt erstmal sinnvoll. Und vorher gibt's das so gar nicht. Und damit und mit dieser Vorstellung, also jetzt Jesus am Kreuz für deine Sünden gestorben, okay, das wurde immer irgendwie so gesagt, aber es war nie das Allerwichtigste daran, ne? Aber nie die einzige Verständnismöglichkeit irgendwie, wie man da den Kreuzestod Jesu verstehen möchte. Das war eine Zeit lang, aber dann weit bis ins 19. Jahrhundert die bestimmende Interpretation des Kreuzestodes Jesu, einfach weil das auch mal so schön zur Gesellschaft passte, ne? So. Und das ist, finde ich, das Faszinierende an diesem Aspekt. Kultur wird ja gerade jetzt so in unserem aufblühenden nationalistischen und rechtsgerichteten Europa, was ja in zunehmendem Maße vorhanden ist. Früher dachte ich könnte lachen darüber, aber mittlerweile mein Mantra im Moment ist, was ich wirklich mehrmals täglich vor mich her bete, ist, Kultur ist keine Konstante. Ja, sowieso ist das. Also wenn man das ne, mehr verinnerlichen würde, dann würden ganz viele dieser Diskussionen, die gerade geführt werden, über die christliche abendländische Kultur zum Beispiel, sich völlig erübrigen. Und das wird ja vergessen, genau, von diesen Gruppen. Und das, was ich da sehr, sehr interessant finde, ist eben zu schauen, wie ein Kultur zementierter und ihr seht mir das natürlich nach, wenn ich das sage, Verein wie die katholische Kirche, wo es ja schon um bestehende Werte und nicht Fähnlein nach dem Wind hängen geht, doch sich immer wieder auch diesem kulturellen Wandel anpasst. Natürlich für sehr modern denkende Menschen in vielen Bereichen viel zu langsam, viel zu behäbig und das müsste alles viel, viel schneller gehen. Aber nichtsdestoweniger, selbst die katholische Kirche, selbst die offizielle Auslegung dessen, was der Glaube ist, hat immer wieder in der Historie einen Wandel erfahren. Das ist für mich so ein Zeichen, damit etwas kulturell erfolgreich bleiben kann, ist Wandel eben systemimmanent. Oder wie Alexa halt sagt, Kultur ist keine Konstante, das gilt auch für die katholische Kirche. Es ist ja dann auch Kultur ist ja immer auch was von, ist ja nicht so, ich stehe sozusagen als Rezipient oder als Konsument vor der Kultur und lasse sie auf mich. Du bist ja Bestandteil dessen. Genau, so ist es ja. Das ist ganz wesentlich, dass man halt auch immer mit tut, ne? Und dass man selber in jedem Augenblick und im Grunde fast mit jedem Wort, was man sagt, also kulturprägend ist. Und dass sich Kultur auch nicht von uns losgelöst irgendwie so entwickelt oder uns entgegentritt als irgendwie geartete Entität, die irgendwie ein eigenes historisches Wachstum hätte oder so, sondern das ist immer verbunden mit echtem Menschen. Leben, ne? Ich empfehle das. Das ist besonders schön für Kulturwissenschaftler, dass sie etwas erforschen, dessen Teil sie selber genau, und sie gehen und sie machen extrem sie, sind, also das macht es mir dann immer wunderbar. Sich selber eben, ne? Genau. Also, Marc zuckt schon. Ich wollte noch einen schönen Spruch. Ja, bevor Platz. Ich merke das auch schon. Ich habe was über für Sachen, die Leute früher schon mal gesagt haben, also für Sprichwörter und so was, weil es ist meistens ganz witzig, darüber nachzudenken, gelegentlich. Kultur, nicht weit davon Tradition. Ne? Und da sagten jetzt verschiedene Leute, soweit ich das weiß, unter anderem auch Gustav Mahler, den ich sehr schätze, Komponist der klassischen Moderne, großartiger Mann, 1916 gestorben, egal, auch bekloppt, aber auch großartig. Und er sagte also auch mal, wahrscheinlich zusammen mit vielen anderen, Tradition, das ist Weitergabe des Feuers und nicht Anbetung der Asche. Schön, ne? Schön. Sehr gut, ja. Oder wie eine Kollegin von mir zu sagen, Pflegetraditionen sind wie Straßenlaternen. Und sie weisen. Dortmund. Rana. War Rana das? Ja. Okay. Sind wie Straßenlaternen. Sie weisen den Weg, aber nur Besoffene halten sich dran fest. Also nachts leuchten sie dir den Weg nach Hause, aber nur Betrunkene halten sich dran fest. Karl Rana, mit einer der größten deutschsprachigen Theologen des vergangenen Jahrhunderts. Den auch nie einer verstanden hat. Dem seine Zeit kommt noch. Aber der hat mal eben so was gesagt. Ja. Ne? Dogmen sind wie, und der war beim Konzil Berater. Dogmen sind wie Straßenlaternen, nur, ne, sie leuchten einem den Weg nach Hause, aber nur Besoffene halten sich dran fest. Ich empfehle sehr das Buch von Professor Wolf, Kirchengeschichtler
Ex-Kirchengeschichtler inzwischen? Nee, ich glaube, der ist noch. Ja, noch vermutlich noch Kirchengeschichtler. Genau, mit dieser Tiefenstromgeschichte in der christlichen Kultur. Ja, an der Uni Münster, der also sehr schön nachweist, dass die Idee von dem einen christlichen Block, ja, also der unveränderlichen Kirche und damit der unveränderlichen Religion, Unsinn ist und eine Erfindung des frühen 20. Jahrhunderts als Reaktion auf witzigerweise das Bürgertum. Hast du den Namen des Buches zufällig parat, Marc? Krypta. Krypta kann man zum Beispiel, das genau. Geht immer. Ne? Also diverse hat er darüber geschrieben, aber eins ist schön, es ist Krypta. Hubert Wolf, Krypta. Hattest du nicht irgendwie ursprünglich eingeleitet, lieber Alexander, mit wir haben hier doch eine Verbindung zwischen Religion und Kultur und jetzt haben wir gerade das Gegenteil bewiesen. Völlig richtig und ich hatte mir da von euch ein bisschen mehr erhofft, also was anderes, da sieht man, dass man auch von wirklich profunden katholischen Gläubigen und studierten Theologen immer wieder enttäuscht wird, das bestätigt mich ja in meinem Atheismus, aber was ich natürlich damit meinte ist, da habt ihr euch jetzt nicht wirklich getraut, also man darf ja auch durchaus mal sagen, ihr habt schon gesagt, Geschichtsschreibung in den Klöstern, aus dieser Klosterkultur sind Universitäten zum Beispiel entstanden. Also für viele Leute ja heute absurd, das akzeptieren zu wollen, aber weite Teile der Aufklärung, der ich mich sehr, 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 sehr verschrieben fühle, wären ohne das Betreiben der katholischen Kirche im Mittelalter gar nicht möglich gewesen. Weite Teile der Wissenschaft wären nicht möglich gewesen. Mhm. Philosophie gäbe es nicht, weil die Klöster die einzigen waren, die die altgriechischen und altlateinischen Schriften A bewahrt haben und B übersetzen konnten. So die ersten Artes. Was ja nicht, was ja nicht heißt, dass heute wir auf einem anderen gesellschaftlichen Weg natürlich sind und dass irgendwann eine Trennung von Religion und Aufklärung und universitären Treiben auch gut ist. Ne? Säkularisierung ist ja auch sicherlich ein ganz, ganz wichtiges Ding. Aber all das muss man immer mitnehmen und man darf, und das bin ich durchaus in vielen Bereichen, das wisst ihr ja auch, kirchenkritisch sein, also systemkritisch sein und insbesondere in Deutschland Kirchenkritik. Das ist übrigens ganz, ganz witzig, wenn man in Rom und zum Teil im Vatikan mal mit Menschen spricht, die dort arbeiten, die auch für den Vatikan arbeiten, die immer wieder auch irritiert, zum Beispiel von arbeitsrechtlichen Dingen sind, die in Deutschland stattfinden in Bezug auf die katholische Kirche, weil das nicht überall auf der Welt so ist wie in Deutschland. Und also da merkt man dann auch wieder, Weltkirche zwar, sagen wir mal, das Dogma generell schon vergleichbar auf der ganzen Welt, aber auch immer mit Unterschieden. Und das kann, natürlich, man kann immer alles kritisieren. Das sind Dinge, die ich kritisiere, aber das muss man immer trennen von dem persönlichen Glauben eines Menschen. Und diese Mutter, die sich jetzt an dich wendet, Flo, und sagt, Mensch, mein Kind hat immer Fieber und du bist doch quasi geweiht, kannst du da nicht mehr helfen? Das ist mal so das, was ich versuche, wissenschaftlich kritischen Menschen beizubringen. Diese Mutter darf nicht beschimpft werden. Jetzt platzt gleich Alexa. Sondern man muss sie in ihrer Sorge verstehen und muss auch verstehen, warum sie unter Umständen auf den Gedanken kommt, das anzusprechen. Aber jetzt muss ich ruhig sein. Ja, aber nein. Also ich kann das sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen. Bei mir ist es immer so, wenn ich in Situationen bin, in denen ich mich überfordert fühle, wo ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, es überrollt mich jetzt alles und die Probleme werden irgendwie unüberschaubar, da würde ich mir dann immer wünschen, dass es etwas gäbe, an dem ich mich irgendwie festhalten kann, eine Vorstellung, an die ich mich klammern könnte oder irgendetwas, was da irgendwie in dem Augenblick dann für mich sinnstiftend wäre oder diese Komplexität reduzieren könnte, und muss dann immer erkennen, nee, ist aber nicht so, entweder du packst das jetzt alleine an oder eben mit lieben Menschen, die einem dann helfen, oder sie eben mich, auch nicht. Sie hat mich gerade am Arm berührt, schön, während sie das gesagt hat. Für alle, die das, nur dass ihr das nachvollziehen könnt. Die Frage, die ich mir immer stelle in diesem ganzen Kontext ist, wo ist es sozusagen verständlich und nützlich und muss auch sozusagen als Recht des Einzelnen bestehen bleiben, und wo fängt es an, schädlich zu werden? Also im Bereich der Esoterik stoßen wir sehr, sehr oft auf Vorstellungen, die erstmal einen sehr, sehr positiven Eindruck machen. Also wenn ich jetzt mal so überlege, The Secret, also ich sende irgendwas ans Universum aus, dass ich Millionär werden möchte, und das Universum gewährt mir das dann, wenn ich es mir nur schön und in
intensiv genug vorstelle, da stecken sehr, sehr oft sehr, sehr zerstörerische Gedanken drin. Nämlich dann im Umkehrschluss, wenn ich dann doch nicht Millionär werde, dann habe ich es mir eben nicht fest genug vorgestellt. Dann habe ich versagt und dann bin ich nicht nur nicht Millionär geworden, sondern habe auch noch sozusagen im positiven Denken versagt und habe The Secret nicht richtig angewandt. Und sowas vermeintlich Positives hat dann einen wahnsinnig zerstörerischen Effekt. Wo fängt für euch an sozusagen diese Grenzüberschreitung? Also und vielleicht ganz kurz, weil da muss ich jetzt wieder sagen, ja, aber nein, weil das hat ja Flo schon gesagt. Und das ist genau das, was ich auch von der katholischen Kirche erwarte, von der katholischen Kirche TM. Nämlich genau dieser Umgang mit der Situation, bleiben wir bei dieser jungen Mutter, den du beschrieben hast, Flo. Da nochmal zu sagen, ja, also Krankensalbung kann ich jetzt aber nicht. Aber kann ich gerne beschaffen, das, ne? Also ist ja kein Leben. Kann ich beschaffen, aber seid euch mal bewusst, was das bedeutet. Und umgedreht kann ich aber einfach das machen, was ihr wahrscheinlich Seelsorge oder Fürsorge nennt, nämlich einfach mal da sein. Und wenn dann Menschen an Gott glauben, mitunter hilft einfach auch dieses Gefühl, dass da jemand ist, dass sich jemand kümmert, dass jemand zuhört, weil daran krankt es ja auch in unserer Gesellschaft massiv. Und genau daran wollte ich übrigens nicht kratzen. Genau, das war nämlich genau das, was ich sagen wollte. Und das hast du aber, Flo, ja schon selber auch gesagt. Und dieser verantwortungsvolle Umgang, den erwarte ich dann natürlich auch von der katholischen Kirche, da dann auch die Differenzierung vorzunehmen. Das ist eben genau der Unterschied dann wieder, denn jetzt kommen wir so langsam wieder mal zum Einstieg zurück von vor 8 Stunden, als wir angefangen haben, über dieses Thema zu reden, nämlich genau der Unterschied dann zu den Menschen, die Schlangenöl verkaufen wollen. Also ich fand das sehr schön, wie das in manchen Definitionsartikeln, die ich so gelesen habe, heute Morgen noch drin stand. Machen wir uns vielleicht mal ganz kurz bewusst, wozu Sakramentalien eigentlich gut sind. Es geht immer darum, das Wirken Gottes in der Welt sichtbar und erfahrbar und erkennbar zu machen. Das setzt natürlich eine Glaubenserfahrung voraus. Das ist das Kontraintuitive daran. Ich kann nicht durch empirische Verfahrensweisen irgendwie sagen, ah, guck mal, da ist jetzt Gott und wenn ich das und das tue, dann passiert das und das, sondern umgekehrt, es passiert erst die Gotteserfahrung und dann gucke ich, was das mit mir macht und was dabei rausfällt am Ende. All diese Sakramentalien haben genau diese Aufgabe. Also als Beispiel, ich fahre an einen Ort eines Heiligen, ich habe das zum Beispiel gemacht, das habe ich in einer Folge von uns auch erzählt, ich war in Assisi, wo der heilige Franziskus gelebt, gewirkt hat und auch gestorben ist. Und von diesem Ort habe ich ein Kreuz mitgebracht. Das ist so ein Olivenbaumkreuz und das hängt bei uns jetzt im Haus. Das hat nicht die Aufgabe zu sagen, so und jetzt hängt dieses Kreuz da und jetzt bricht hier keiner mehr ein, weil hängt ja ein Kreuz da. Sondern es hat die Aufgabe für mich, an einem sichtbaren, anfassbaren Objekt deutlich zu machen, ich war an einem Ort, an dem ich mich Gott besonders nahe gefühlt habe. Das bedeutet mir was und das genau. Gebe ich, was es mir bedeutet, das behalte ich nicht nur so für mich, sondern dem gebe ich dann halt auch einen öffentlichen Ausdruck. Exakt, ganz genau. Umgekehrt, das oder genauso, das Lourdeswasser. Ja, das ist, ich finde, das ist völlig absolut in Ordnung, wenn man das, ich habe das nicht zu entscheiden. Also für mich wäre es okay, wenn ich so ein Wasser bei mir zu Hause stehen hätte, weil es für mich ein Zeichen wäre, ich habe Hoffnung darauf, dass Gott mir etwas Gutes möchte. Ja, so. Oder aber, dass wenn mir was Schlechtes passiert, ich auf Gott vertrauen kann, dass es am Ende gut werden wird, selbst wenn das Ende ist. Ist so eine anfassbare Form von Gottes Nähe, wenn ihr so wollt. Ja, so. Mhm. In dem Artikel stand, den ich las, stand sehr schön drin, man muss sich immer bewusst sein, das ist keine magische Handlung. Also ich sage etwas und daraufhin passiert etwas, sondern es ist immer Zeichen dafür, dass an mir etwas passiert. Also Gott wirkt an mir. Also das ist der Unterschied. Also nochmal zu fragen, du hast Alexa gefragt, wo ist die Grenze? Jetzt sind wir hier in Deutschland im Jahr 2018, also ein Jahr nach 2017 und wir sind ja alle, auch die Katholiken, natürlich massiv reformiert worden hier in der Reformation, die unter anderem deswegen losgebrochen ist, weil die Kirche schon in sich selber aufgenommen hat, deutlich grenzüberschreitend zu sein, zum Beispiel im Handel mit Ablassbriefen, im Handel mit Reliquien und was auch immer so. So, jetzt war so, dann hast du eine ähnliche Sache, wie du da gerade bei deinem Secret-Beispiel hattest, ne?
dann bist du nämlich nicht mehr bei der Barmherzigkeit von der, die dem Ewigen, die du erleben kannst in deinem Leben, wo du dann dem einen Ausdruck verleihst, sondern dann bist du bei Do und Des, also bei ich gebe, damit du gibst, oder halt bei so Leistungstauschlogiken und solchen Gedöns. Genau. Also da war man wirklich vermehrt der Auffassung, du kannst im Grunde machen, was du willst, wenn du nur hier bei der Institution, die Gott dafür auf die Erde geworfen hat, also die Kirche, wenn du bei der nur genug Kohle abdrückst, also letztlich Leistungen investierst, ne, das ist ja irgendwie, wer es kann, das muss halt arbeiten, was auch immer so, dann dann kommst du halt raus aus deinem Problem oder dann passiert irgendwie was in deinem Sinne so, und dann, also das ist, glaube ich, also an der Stelle bist du auf jeden Fall immer schon weit drüber, ne? Über die Grenze. Also wenn du quasi handeln willst. Ja, genau. Handel betreiben willst, nicht im Sinne von etwas. Genau, richtig. Zum Thema Reliquienhandel, das ist ja tatsächlich ein Problem, was ihr bei der katholischen Kirche habt, über das man ja immer so ein bisschen schmunzelt. Wenn man die ganzen Überbleibsel von Heiligen zusammenbauen würde, wenn man jetzt gerade so auf körperliche Reliquien eingeht, also Knochen von Händen, Fingern, Füßen, was auch immer, dann kann es durchaus passieren, dass so ein Heiliger am Ende, wenn man das wirklich zusammentragen würde aus der ganzen Welt, ein bisschen schwer, so da 20 Finger hatte. Also das ist ja tatsächlich ein Problem, mit dem zu kämpfen ist. Und das ist ja genau aus dieser Zeit und diesem Umstand geschuldet, den du gerade beschrieben hast. Also dass dann die Auswüchse begonnen haben. Super wichtig, darauf zu achten, also jetzt hier Marks Beispiel mit dem Öl, das ist ja letztlich, ist das ja wie eine Berührungsreliquie oder wie irgend, also es ist ja schon irgendwas, was von diesem Heiligen dann quasi materiell überbleibt oder auf ewig in die Welt hinausfließt oder so. Das ist so richtig losgegangen, also dass es richtig so einen Reliquien-Hype gab, tatsächlich erst im späteren Mittelalter. Also vor allem mit der Eroberung Byzanz durch die Venezianer im Zuge des vierten Kreuzzuges 1204. Da ist also aus Byzanz sehr, sehr viel an Reliquienmaterial rübergekommen, und das hat also in den Westen gekommen, weil es war ja die Christen, die sich dann quasi auch gegenseitig umgenietet haben und so weiter. Es war alles ganz, ganz besonders segensreiche Geschichte. Ich kann das nur empfehlen, das mal nachzulesen bei Wikipedia oder so. Ist also höchst interessant. Das ist ja auch unsere ganz großartige abendländische Kultur, die man da sehen kann am Werk. Ganz, ganz großartig. Auf jeden Fall, das hat so ein bisschen der lateinischen Welt, also hier der westeuropäischen Welt, so den Appetit, also die ganzen Schätze, die da aus dem Orient kamen, aus Byzanz, also heute Istanbul, genau. So heißt das heute, genau. Also aus dem Orient, ne? Ja, stimmt schon. So, da kamen also diese ganzen Schätze und die Schädelplatte von Paulus und so weiter und so fort. Da kamen also lauter interessante Sachen aus dem Osten, und das hat dann also hier dafür gesorgt. Vorher war man da gar nicht so dafür, aber jetzt ist das so eine Neuigkeit, und also ab dem 13. Jahrhundert gibt es also eine enorme Zunahme an, erstmal gibt es überall viel mehr Reliquien, und es ist auch nachweislich, dass also es gab ganze Unternehmen, die im Grunde nur funktioniert haben, weil sie Reliquien gefälscht und überall in Europa hin verkauft haben. Ne? Also ist klar, ne? Es kann natürlich nicht alles echt sein, was es da heute gibt an Reliquien. So, und das ist dann, das hat aber erst da relativ spät so richtig eingesetzt hier im Westen, und ist dann wird dann Teil dieser großen Bewegung, die dann auch letztlich die Reformation hervorgebracht hat. Ne? Also weil es halt so ein bisschen total über die Stränge geschlagen ist. Ja, also ja, da merkt man so ein bisschen, wie es kippt, also auch einfach historisch, wo es da gekippt ist. Ja, und das einfach nochmal um diese Grenzziehung. Also wenn ich hingehe und es gibt so, das nennt sich Räume der Stille, das sind so kleine Holzschachteln, die man aufklappen kann, da kommt ein Teelicht rein, und in dem Deckel von dieser Holzschachtel ist dann möglicherweise ein Bildnis drin, ein Meditationsbild, ein Kreuz oder sonst irgendwas. Die gibt's irgendwie für 15 Euro kann man die sich holen, die kann man aber auch für 200 Euro kriegen, wenn da Blattgold drin ist. Das ist dazu gedacht, dass man, wenn man irgendwie sich abends hinsetzt oder tagsüber hinsetzt und beten möchte, dass man einen Konzentrationspunkt irgendwie hat, auf den man so irgendwie sich ein bisschen fokussieren kann. Also wie so ein Gebetsteppich für einen Moslem. Ja, wenn ich da 200 Euro für zahle anstatt 15, dann ist das völlig klar, warum ich das tue, weil ich habe die Handwerkskunst und dieses Blattgold bezahlt, also die Materialkosten. Ja. Das Gebet wird aber dadurch nicht besser. So.
ich bin nicht Gott näher, nur weil ich vor einem Blattgoldraum der Stille stehe, sondern ne, es wäre auch völlig in Ordnung, wenn ich da nur ein Teelicht hätte. Ich möchte das vielleicht für mich, für mein eigenes Ästhetikempfinden irgendwie anders haben, aber das ist wirklich der einzige Grund. Es reicht schon, wenn du dir das Teelicht nur vorstellst, ne? Ja, genau, das wäre mir jetzt tatsächlich ein bisschen wenig, aber ne, also ich brauche zum Beispiel dafür Weihrauch, ganz einfach, weil der Geruch bei mir so eine... Also doch was Haptisches. Ja, also das ist einfach relevant und es gibt ja auch Gründe, warum das in der Liturgie der Kirche eine ganz große Rolle spielt. Es gibt Gründe, warum wir da visuelle und auditive Eindrücke haben und auch olfaktorische Eindrücke haben, weil der gesamte Körper da involviert sein soll, absichtlich soll, ne, und da eine Rolle spielen soll. Und wenn das ist, wie ich finde, völlig unstrittig, auch theologisch total unstrittig, weil das alles dem Zweck dient, mich mit Gott in Kontakt zu bringen. Ich finde, in dem Moment finde ich es schwierig, wenn jemand sagt, wenn du das jetzt nimmst, dann bist du Gott noch näher. Und dafür kriege ich, das kriegst du zum Sonderpreis von 25 Euro für 10 Gramm oder so. Ja, und da denke ich dann so, ah, Moment, da, nee. Also das ist das eine und das andere ist halt, wenn, also wo ich immer hellhörig werde, wo ich vorsichtig mit bin, ist halt, also das eine halt, ne, damit hier zahl und dann bist du Gott näher und das andere hier zahl oder hier mach mit, dann bist du besser als die anderen, ne? Ja, so und das funktioniert halt auch super geil mit, wobei, auch innerhalb des Christentums ganz super geil. Ja. Bestes Beispiel Köln, ne? Oder ein super Beispiel. weil was man ja nicht weiß, Köln ist deswegen, also auch im Mittelalter so schön fett groß geworden, weil die auch nach den Kreuzzügen dann die große Gnade hatten, die heiligen drei Könige als Reliquien zu bekommen nach Köln. Und das war, also die hat man sich richtig geklaut irgendwo in Italien. Man hat gesagt, so, die kommen, nehmen wir jetzt mal mit hier, weil die Leute stehen so drauf und das schadet sich ja nicht, wenn wir jetzt irgendwie noch, weiß ich nicht, wie viele hunderttausend Pilger mehr haben jedes Jahr. Eben genau, wir entsprechend Leute viel Übernachtung mehr in der Stadt und so weiter und so fort. Genau. Und so. Also dann, ja, dann... Aber es ist auch ein Stück weit, finde ich manchmal, und das ist natürlich jetzt eine sehr schnöselige Beobachtung, aber Erfahrung aus meiner Zeit als Konfirmand in der evangelischen Kirche, die dann ja auch in ihrer Zeit dann auch die Kollekte eingesammelt haben, dass man manchmal auch den Eindruck hatte, dass die Leute, die dann besonders viel Geld da reingeschmissen haben, das nicht gemacht haben, weil sie die Kirchenarbeit unterstützen wollten, sondern auch dieses Gefühl zu haben, je mehr, desto besser, auch im Hinblick auf Glaube. Also ich, das ist etwas, was nicht rauszukriegen ist aus den Leuten. Zumindest beruhigend, dass zumindest bei euch beiden da so eine gewisse Selbstreflexion ja auch vorhanden ist und ein Achten vorhanden ist. Ja, es ist ja immer so, es wird viel darüber spekuliert, wie schlecht und moralisch verwerflich die katholische Kirche TM ist. Und ich finde es dann immer sehr angenehm, mit Menschen aus der katholischen Kirche zu sprechen und dann mal festzustellen, ach guck mal, die sind ja doch auch selbstreflektiert. So, das sind ja nicht die Lemminge, die Straßenlaternen haltend die Straßen hinunterlaufen, um das mal aufzugreifen. Das hat mir sehr gut gefallen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und innerhalb der katholischen Kirche, auch der agierenden katholischen Kirche, das wird ja auch gerne vergessen, gibt es halt Menschen. Und es gibt Menschen, die gut sind und es gibt Menschen, die sind weniger gut in dem, was sie tun und wie sie handeln. Und das ist natürlich auch eine Geschichte, die man nicht weg argumentieren darf. Also den Block gibt's halt nicht so, ne? Auch wenn das gerne propagiert wird, aber diese Rieseneinheit, wo immer alle gleich denken und alle gleich handeln, das ist Unfug. Also kann man genauso wenig greifen wie die westliche Kultur oder die jüdisch-christliche Kultur, so, ne? Das ist halt mit der Kirche ähnlich so. Ein bisschen leichter zu packen, weil sie halt, sagen wir mal, etwas deutlicher sichtbar ist in ihren Institutionen und weil es ja auch immer so Bischöfe und Päpste und was nicht alle gibt. Also die Struktur, ne, ist schon relativ klar. Genau, aber ja trotzdem, sagen, ne? Aber nichtsdestoweniger ist innerhalb dieser Struktur, was jetzt irgendwie die Menschen angeht, die da alles Mögliche darin glauben, obwohl oder gerade weil sie sich mit dieser Struktur identisch oder verbunden fühlen, ist wirklich ganz, ganz, ganz enorm breit gespannt. Nämlich da hast du halt, weiß ich nicht, das
Ömmerken, was natürlich irgendwie alles heilig hält, wo mal ein Heiliger dran vorbeigegangen ist und für die das super wichtig ist und das bedeutet ja super viel und die kann ja das auch alles erzählen und sie betet halt irgendwie und geht jeden Tag in die Messe und versucht irgendwie eine gute Oma zu sein in ihrer Familie oder so. Also so einfache, schlichte, wie man sich so Katholiken vorstellt, meinetwegen. Und gleichzeitig gibt es aber halt auch ganz andere Leute, die sich schon längst, also die einfach überhaupt gar kein größeres Interesse mehr an den einzelnen Dogmen oder sonst irgendwie was haben, weil sie halt immer mit der großen Richtung, in die es geht, nämlich, dass man da Formen hat und Rituale hat, die es einem ermöglichen, ein spirituelles Leben zu führen. Ne? Oder sagen wir mit der ganzen biblischen Literatur und der ganzen Literatur, die sich da so drumherum auch gelagert hat, dass man da einfach einen gedeckten Tisch hat oder einen gut gepackten Koffer hat oder so, wo man also einfach viel damit anfangen kann, auf total unterschiedliche Art und Weise, mal abgesehen davon, dass man irgendwie Kadavergehorsam der Kirche gegenüber hat. Also da ist schon eine extreme Bandbreite und wenn man guckt nur, was man irgendwie jetzt irgendwie in Polen für katholisch und normal hält, ne? Oh, und was man dann hier für katholisch und normal hält, monströse, heftige Unterschiede innerhalb der katholischen Kirche, sogar in Deutschland. Also es gibt ja sogar, wissen viele nicht, es gibt sogenannte muttersprachliche Gemeinden. Wir haben halt, gerade im Ruhrgebiet viele Leute, die aus Schlesien und Polen kamen, schon im vorigen Jahrhundert, aber jetzt auch relativ spät noch. Und die, weil man erst davon ausging, das sind Gastarbeiter oder so, hat man die halt dann quasi hier kirchlich versorgt. Und da gab es dann halt diese spanischen und italienischen und polnischen Gemeinden, aber die haben sich halt bis heute durchgehalten. Das heißt, wir haben innerhalb der katholischen Kirche in Deutschland massive Parallelwelten. Ne? Es kann sein, dass in der Kirche, wo irgendwie sonntags erst einer von unseren steht und da irgendwie einen erzählt von, ja, hier Flüchtlingskrise, problematisch, jetzt aber immer menschlich bleiben, also natürlich irgendwie die Leute reinlassen und irgendwie auch gucken, dass man die versorgt und so weiter, dass dann irgendwie 3 Stunden später an derselben Kanzel ein polnischer Priester steht, der da voll die Peace-Linie predigt und der da hier einen vom christlichen Abend Land und die Grenzen zu und so weiter. Also das ist alles die eine Kirche. Ne? Und das ist... Ja, das ist ja, also es gibt ja auch Stimmen, die behaupten, dass Bayern noch zum demokratischen Deutschland gehört. Ja, also Ich würde an der Stelle eben noch eine Sache ergänzen wollen und zwar, auch da habe ich mich extra nochmal irgendwie schlau gemacht, damit ich das richtig erzähle, weil das sind so Dinge, mit denen wir in unserem Alltag de facto nicht in Berührung kommen. Wenn sowas passiert wie eine Marienerscheinung, oder auch eine Statue, die anfängt zu weinen oder eben so Heilungen, Spontanheilungen, ne? Dann ist das nicht automatisch etwas, was die Kirche sofort anerkennt, sondern dann wird ein richtiger Prozess in Gang gesetzt. Ne? Also als erster muss dann der Bischof gucken, was ist denn da in meinem Bistum los und ist das authentisch, ist das gut oder was passiert da? Und wenn der nicht mehr weiterkommt, also wenn der merkt, das wird eine echt große Bewegung und die kriege ich nicht mehr unter Kontrolle, dann geht das an den Vatikan und der setzt tatsächlich einen Beauftragten ein, der dann darunter muss, meistens ein Kardinal, und sich das anguckt. Und auch nicht alle Orte werden von der Kirche dann tatsächlich anerkannt. Ne? Also wenn die den Eindruck haben, dass mit einem solchen Ort irgendwie, also so von uns aus sogenannte Häresien, ne? Also Falschlehren verbreitet werden, dann wird das auch stumpf verboten, dass das als Wallfahrtsort dienen soll. So passiert bei Medjugorje. Ketzerische Frage, geschieht das, um die Gläubigen zu schützen oder um die Konsistenz der Kirche zu schützen? Was meinst du denn mit Konsistenz der Kirche? Also sozusagen wenn jetzt innerhalb der katholischen Kirche Gruppen entstünden oder Bewegungen entstünden, die schwer zu kontrollieren seien und dagegen vorgegangen wird, geschieht das dann, um die Lehre der Kirche sozusagen reinzuhalten oder den Zusammenhalt der katholischen Kirche hochzuhalten oder um die Gläubigen sozusagen vor ihrer überbordenden Volksfrömmigkeit zu schützen? Beides. Also ich hätte jetzt gesagt, vielen Dank für diese hochinteressante Frage. ich habe auch einen kleinen Hund. Nein, das musst du erklären. Wir haben vor der Sendung kurz darüber gesprochen, wie Politiker gerne unangenehm Fragen ausweichen. Nein, pass auf, jetzt mal ganz ehrlich. Nein, ich finde die Frage wirklich super, super spannend und ich möchte sie gerne auch für mich gerne beantwortet haben. Und ich habe mir da auch gelegentlich mal selber so in diese Richtung Gedanken gemacht und bin
auch nicht weitergekommen als der Marc jetzt, weil also zum einen bin ich jetzt, glaube ich, lang genug da, um irgendwie nach wie vor davon auszugehen, dass da irgendwie 3 bis 15 Männer oder Frauen, auf jeden Fall Männer, sitzen, die da irgendwelche Fäden ziehen und alles unter Kontrolle haben. Wenn es Kardinale sind, müssen es Männer sein. Das ist klar, nein, überhaupt nicht. System immer nicht. Ist egal. Also keine. Also, weil du formuliert es ja, glaube ich, so in die Richtung, die Konsistenz der Kirche zu beschützen. Beziehungsweise natürlich könnte man jetzt, man darf auch völlig frank und frei sagen, dass die Konsistenz der Kirche oder das, was du da möglicherweise meinst, natürlich irgendwie auch so einhergeht mit so lustigen Goodies wie Macht und Einfluss über Personengruppen. Mhm. Ne? So. Ganz überspitzt wollte ich es gar nicht. Ja, genau, aber könnte man ja auch so, also auch um die. Ja. Ich finde, was ich da wirklich sehr schön finde, wo ich dann wieder, und das war eine Sache, die ich mit großem Interesse verfolgt habe, genau dieser Aspekt, also hinfahren, kontrollieren, prüfen, und das muss alles passieren, genauso auch mit Heiligsprechungen, also bevor jemand heilig gesprochen wird, ganz klare Verfahren, Dinge, die passieren müssen, es müssen Wunder geschehen sein, die dann auch wieder geprüft werden, sind es denn Wunder, die da passieren? Sind und ich und die Menschen, die das tun innerhalb der katholischen Kirche, denen traue ich auch in weiten Teilen zu, dass sie das sehr, sehr redlich und sehr ernst vornehmen, diese Dinge, vielleicht auch genau aus dem Aspekt, den Alexa da gerade genannt hat. Worüber ich aber doch sehr geschmunzelt habe, war die Geschwindigkeit, mit der Karl Wojtyla dann doch heilig gesprochen wurde. So dieses Phänomen von und für mich, für den das gar keine Bedeutung hat, ob jemand heilig ist oder nicht, weil das für mich wirklich vollkommen irrelevant ist. Aber es war so nachvollziehbar, dass dieser Papst, der über so viele Jahre, glaube ich, weltweit sehr extrem viel getan hat, und ich kann mich noch an Zeiten erinnern, Solidarność-Bewegung in Polen, die ganze Geschichte mit dem eisernen Vorhang, die ich noch doch recht plastisch erlebt habe, und diesen polnischen Papst, der irgendwie dann doch auch wieder eine Brücke über den eisernen Vorhang war. Also dieser große Wunsch, diesen Mann heilig zu sprechen. Ich habe das wirklich verfolgt, dieses Prozedere, und es ging einfach ungewöhnlich schnell. Es war innerhalb des Regelwerkes alles legitim. Also das glaube ich jetzt mal, so wurde es ja auch dargestellt. Aber es war halt sehr schnell, und natürlich als kritischer Außenbetrachter schmunzelt man und sagt, naja, popular demand, das musste jetzt. Ja, aber das war es ja interessanterweise eigentlich, das war es ja eigentlich immer. Also, ja, aber das ist dann so, ne, die ersten Stimmen kamen ja, soll heilig gesprochen werden, und dann steht da der Vatikan und sagt, ja, das geht ja gar nicht, und es müssen ja Dinge eingehalten werden, und also ne, diese Stimmen aus der Weltkirche wurden ja nicht weniger, und es hieß, nein, das können wir nicht, aber wir können jetzt schon mal, und wir haben schon mal geprüft, und ich fand da, oder habe da die katholische Kirche aber zutiefst menschlich empfunden, was ich manchmal nicht Tour in ihren Dogmen, aber da habe ich es einfach, für mich menschelte da dieses System plötzlich ganz stark, und es war einfach auch. Tut es immer wieder, mal zum Segen, oft zum Fluch, ne? Also. Ja, genau. Also gerade ich kenne einen Priester, der sagte, also wenn Benedikt stirbt und der auch heilig gesprochen wird, dann lässt er sich laisieren, weil dann ist offenbar so ein Automatismus eingetreten, dass jeder Papst heilig gesprochen wird. Das, ich glaube, ohne mich da jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, aber ich finde halt diese eine Hürde etwas, möglicherweise etwas unnötig behindernd, dass ein Heiliger 2 Wunder, glaube ich, nachgewiesen haben muss. Weil aus meiner Perspektive ein Heiliger jemand ist, der aus der Sicht der Gläubigen und aus der Sicht der Kirche einfach nur ein unglaublich gottgefälliges Leben geführt hat und der als Vorbild und Beispiel für andere Gläubige dienen kann. Das ist eine sehr demokratische Sichtweise eigentlich, ne? Wenn die Mehrheit der Gläubigen. Naja, schon. Also de facto ist es also auch immer nur so gelaufen. Also die geht Forschung ja gar nicht von anders. Heiligen Menschen. Also das angefangen, wie gesagt, hat alles mit den Märtyrern. Da war es halt auch ziemlich leicht, dass die Gemeinde das fiel auf, wenn jemand so im Zirkus Maximus da zerfetzt wird. Ja, halt sich dann relativ schnell einig war, aber auch später, als zum Beispiel jetzt vom Franziskus weiß man das halt.
der muss so eine Ausstrahlung gehabt haben. Es war völlig unbestritten, dass der heilig gesprochen würde nach seinem Tod. Mhm. Also schon zu seinen Lebzeiten war das im Grunde super vielen Leuten. Wir haben das in der Franziskus-Folge erklärt. Genau. So weitgehend, dass die umliegenden Städte, also Assisi und die umliegenden Nachbarstädte, Perugia und so weiter, sich sozusagen hinter vorgehaltener Hand darum geprügelt haben, wo der denn, also den möglichst bei sich zu, dass er doch möglichst irgendwie in der eigenen Stadt stirbt, ne? Weil man schon wusste, was dann kommen würde, ne? Und bei dem, der war halt auch Santo Subito, weil halt auch irgendwie Völker und jetzt nicht zunächst Kirchenfunktionäre, sondern einfach viele, viele Menschen sehr, sehr laut geschrien haben, der ist jetzt aber heilig. Und dann hat die Kirche halt geguckt, ja, gucken wir mal. Also jetzt die offizielle Kirche, kriegen wir das irgendwie hin, den mit unseren Regeln da irgendwie dann auch und dann, ja. Einen Aspekt, ich falle dir jetzt, Alexander, fast ins Wort, aber einen Aspekt wollte ich wahnsinnig gerne noch ansprechen, wenn wir wieder auf dieses Schlangenöl nochmal zurückkämen. Dann würde ich gerne noch einen Schub gerade noch vormachen auf etwas, das Marc vor gefühlt anderthalb Stunden erzählt hat, nämlich nochmal so dieses Thema der Gotteserfahrung. Das hast du so kurz angerissen. Oder der Leibhaftigkeit Gottes. Und ich erinnere mich da an ein Gespräch, was wir beide mal geführt haben, wo es darum nämlich genau ging, wie so die Gotteserfahrung für einen Gläubigen sein kann. Da haben wir länger drüber philosophiert. Und ich habe dann natürlich arrogant und atheistisch, wie ich bin, gesagt, naja, aber wenn mir genau das Gleiche passieren würde, was einem Gläubigen passiert in dieser Situation, würde ich das dann auch als Gottes Wahrnehmung empfinden? Und dann hast du mich sehr entspannt angeguckt, Marc, und hast gesagt, nee, natürlich nicht, weil du gar nicht bereit bist, Gott in dich aufzunehmen oder was natürlich deutlich eleganter formuliert, was natürlich aus wissenschaftlich-kritischer Sicht ein Zirkelschluss natürlich ist, den man natürlich auch nicht widerlegen kann, aber glaube ich auch nochmal sehr deutlich macht, wie man dieses Thema Gotteserfahrung zu bewerten hat. Und ich fand das einen sehr, sehr spannenden Gedanken, dass tatsächlich zwei Menschen eine, sagen wir mal, physiologisch, physikalisch identische Erfahrung haben können und je nachdem, wie sie eben in diesem religiösen Bereich geprägt sind, ist es für den einen eine Gotteswahrnehmung und für den anderen eben nicht. Und sich dessen immer auch bewusst zu sein und wie man das dann letztendlich begründet, ist eine andere Geschichte. Ob man das religiös bedingt, indem man sagt, du musst ja auch bereit sein, dass Gott dir begegnen kann, so, nur dann wird er das tun. Oder eben, indem man einfach sagt, man hat einen anderen Mindset. Für mich als Psychologen sowieso mal ganz spannend, wenn Menschen über Erfahrungen und Wahrnehmungen sprechen. Aber das ist einfach nochmal so ein Aspekt. Du erinnerst dich, glaube ich, an das Gespräch, was ich meine. Ne? Vielleicht kannst du nochmal formulieren, du hast es, wie gesagt, deutlich eleganter formuliert, warum mir vermutlich Gott nie erscheinen wird. Erstens würde ich das so nicht ausschließen. So per se. Guck mal, der ist in den letzten Jahren so ein bisschen gereift, ne? Man merkt es auch. Also mehr so salomonisch inzwischen. Aber ja, mach mal weiter. Nein, damals hat er auch nicht nie gesagt. Nee. Kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Nein, um Gottes Willen. Also du brauchst eine Form von innerer, also du musst es zumindest innerlich irgendwo für möglich halten, dass es da Dinge gibt, die, wie heißt es so schön, die mehr sind als das menschliche Auge oder den menschlichen Sinne erkennen können. Und in dem Moment, wo du das für möglich hältst, kann es passieren, dass dir etwas widerfährt, dass du in deine bisherigen Interpretationsmuster nicht mehr einarbeiten kannst. Dass einfach, ne, dass für dich da nicht, wie nennt sich das, Coping-Strategie, dass sich also nicht mehr irgendwie fassen lässt. Bewältigen kann. Genau, ja. Und in dem Moment stellt sich dir die Frage, was mache ich jetzt damit? So, die einen gehen möglicherweise in eine Neurose, die andere gehen in keine Ahnung was, ne, versuchen das zu vergessen und zu verdrängen, die nächsten werden Alkoholiker. Nein, das ist natürlich jetzt sehr plakativ, aber du kannst das versuchen einzuarbeiten und eben eine Möglichkeit wäre auch zu sagen, ich gucke mir mal an, ob das möglicherweise eine spirituelle Erfahrung gewesen sein könnte. Und also ich habe tatsächlich, weswegen ich da jetzt drauf komme, jemanden in geistlicher Begleitung. Auch da wieder Verweis auf eine Gretchen-Frage-Folge, wo wir das erklärt haben, was das ist, der zu mir sagte, also er wäre beim Einschulungsgottesdienst seines Kindes gewesen.
wo halt die Eltern mit eingeladen waren und er war dort. Und er sagte, ich habe da eine Erfahrung gemacht. Ich kann die nicht einordnen. Ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Und ich führe jetzt also regelmäßig Gespräche mit diesem Mann und das jetzt schon über ein halbes Jahr begleite ich den geistlich. Und bis heute würde er nicht sagen, dass er eine Gotteserfahrung hatte. Ja, das ist auch gar nicht unbedingt notwendig an der Stelle, sondern er hat eine Erfahrung gemacht, die er versucht, irgendwie in sein Leben zu integrieren an der Stelle. Aber ich behaupte, dass er zumindest die Möglichkeit für sich offen gehabt haben muss, sonst wäre das in diesem Gottesdienst so nicht passiert. Er war an diesem Ort, er hat diese Erfahrung gemacht, die ich jetzt aus Verschwiegenheitsgründen nicht näher erkläre. Und du hättest diese Erfahrung wahrscheinlich auch gemacht und hättest gesagt, ach, das war ja schön. Und möglicherweise hättest du es auf die tolle Musik zurückgeführt oder auf die Gesamtstimmung oder darauf, dass der Liturge besonders schön gesprochen hat oder so auf das Gesamtbild, ne, so wie man ein Theaterstück schön finden kann. Und er hatte innerlich quasi so einen Schalter eingeschaltet, der zumindest die Möglichkeit einer göttlichen Begegnung eröffnet hat. Und der ist angesprochen worden. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit einer Antenne. Und ich behaupte, dass diese spirituelle Antenne, diese religiöse Antenne, dass wir die alle haben. Und bei dem einen ist sie eben mehr ausgeprägt als bei einem anderen. Und bei ihm war die halt in dem Moment auf Empfang eingestellt. Ja, ja. Und halt auch auf Empfang eingestellt mit Blick auf ein bestimmtes Set oder eine bestimmte, ja. Also meinetwegen einen bestimmten Sender. Ne? Genau, richtig. Also aber jetzt würde ich ja sagen, als aber, also du würdest also sagen, dass er diese Erfahrung gar nicht gemacht hätte, wenn er jetzt, wie du sagst, die Antennen nicht irgendwie auf Empfang geschaltet hätte oder dass er sie nur anders interpretiert? Ja, hätte er die Erfahrung, wenn er eben zulassen würde, dass es eine Gottes. Also diese Erfahrung haben ja alle gemacht in dem Moment, die da saßen. Ne? Also dieses Erleben haben ja alle gemacht. Also was eine sinnliche Wahrnehmung. Genau, diese sinnliche Wahrnehmung haben alle gemacht. Okay. Aber nur bei ihm hat es was ausgelöst an der Stelle. Das finde ich eigentlich ganz spannend, weil man daran auch wunderschön ablesen kann, dass allein schon die Wahrnehmung, also wirklich die sinnliche Wahrnehmung, ein kultureller Vorgang ist, den du halt auf unterschiedliche Arten einordnen, interpretieren und dann eben in dein Leben integrieren kannst. Ist endloses Feld, super spannend. Können wir immer nochmal eine Nahtoderfahrungssendung machen. Das wäre ja super, super spannend. Ja, oder allein jetzt auf unser Ölbeispiel bezogen. Also ich würde da wahrscheinlich eine Flasche sehen, wo irgendwie eine komische Substanz drin ist, die mehr oder weniger wohlriechend ist oder was auch immer. Und andere sehen da eben eine Reliquie oder etwas, das potenziell unter Umständen heilbringend ist. Also vielleicht noch eine kurze Ergänzung zu diesem ganzen Wahrnehmung und Interpretation von und religiöse Wahrnehmung oder Spiritualität und Dinge so. Also ich meine mich zu erinnern, dass es mal interessante Versuche gab, wo man buddhistische Mönche und Nonnen und christliche Mönche und Nonnen und islamische Derwische oder weiß ich nicht. Das mit also den Magneten? Lauter Dinge, also lauter Leute, die, sagen wir mal, innerhalb ihrer eigenen religiösen Kultur und innerhalb ihrer, die halt das Werkzeuge zur Verfügung haben, die sie zur Meditation nutzen. Ne? Mhm. So, und damit verbunden natürlich meinetwegen auch wirklich ganze komplexe religiöse Vorstellungswelten. Ne? Also jetzt der Benediktiner beim Psalieren oder beim Jesusgebet, der denkt ja auch ganz bestimmte Sachen, bis er dann irgendwann quasi gar nichts mehr denkt und nur noch die reine Gegenwart fließen spürt oder so, als jetzt ein buddhistischer oder hinduistischer Mönch oder so, der andere Technik oder einen anderen kulturellen oder religiösen Überbau hat. Und man hat also diese Leute in tiefer Meditation in die Röhre geschoben und hat sich deren Gehirne angeguckt. Und ich meine, das war ziemlich genau so, dass halt nachgewiesen wurde, dass es bei denen überall gleich aussieht, ne? So. Wenn der eine sagt, ich habe gerade krasse Erfahrung mit meinem Gott hier, sagt der andere, ich bin schon kurz im Nirvana und so, das sieht im Gehirn völlig gleich aus, was sie da erleben. Und was wäre der Schluss daraus? Der Schluss daraus wäre, also erstmal, dass man es ganz offenkundig ohne Gehirn nicht erleben kann. Erstmal so, ne? Oder dass das Gehirn auf jeden Fall etwas damit zu tun hat, wenn man irgendwie eine tiefe religiöse Verzückung hat oder so oder sowas. Also dann hat das schon mal, egal, es kann was mit Gott zu tun haben, aber es muss definitiv was mit deinem Gehirn zu tun haben. Ne? Es geht nicht ohne dein Gehirn. Also das wäre, glaube ich, schon mal ganz, ganz wesentlich. Also für mich persönlich jetzt, weil es irgendwie so diesen Raumzeitlichkeitsaspekt halt einfach nochmal hebt, ne? Und völlig
klar macht. So ist es also nicht irgendwie was neben dem Leben läuft, sondern was definitiv was auch mit meiner Leiblichkeit zu tun hat und so. Ja, und dann macht mich das erstmal gar nicht, also mich jetzt als christlichen Theologen oder auch christlichen Gläubigen, der ich ja versuche irgendwie so zu sein, dann macht mich das auch nicht bekloppt, muss ich ehrlich sagen. Also es stört mich nicht, es verwundert mich eigentlich auch gar nicht, weil ich ja davon ausgehe, dass das, wozu ich glaube, dass ich da irgendwie Kontakt habe, dass das eine universelle Wirklichkeit ist. Ja. Und dass sie eben nicht an Kultur gebunden ist oder so, ne? Ja. Und sich auch nicht bindet an Kultur. So. Also möglicherweise haben wir da eine Abbildung dieser Antenne. So. Entschuldige, du wolltest. Ja, ja. Aber die dann natürlich tatsächlich im Menschen angelegt ist und einfach nur zeigt, dass der Mensch oder dass die Menschen eben, die religiöse Erfahrungen machen, einfach spirituelle Persönlichkeiten sind. Also nicht mehr und nicht weniger erstmal, wenn man es knallhart betrachtet. Ne? Vorhin sagte ich ja, ich wollte einen Aspekt noch so wahnsinnig gerne ansprechen in Bezug auf das Schlangenöl vom Anfang, das viel zitierte. In der Esoterik haben wir ganz oft die Erfahrung gemacht und von Fällen gehört, wo solche Dinge abhängig gemacht haben, also wirklich psychische Konsequenzen auch hatten. Also wir haben von Leuten gehört, die nicht mehr aus dem Haus gehen können, ohne irgendwie ihr Horoskop zu bestimmen oder sich die Karten zu legen oder ihren Engel-Talisman dabei haben müssen, weil sonst irgendwas Schlimmes passiert. Also so lauter hübsche kleine Zwangs. Geschichten. Genau, sowas. Und das sind natürlich dann auch Mechanismen, wo bei uns dann wirklich die Alarmglocken schrillen und wir sagen, das macht unfrei, das macht abhängig, das hat eine zerstörerische Wirkung. Würdet ihr diese Grenze da auch so ziehen oder ist das als Krücke, solange es in Maßen genossen wird, durchaus legitim, eurer Meinung nach? Also alles ist abzulehnen, was unfrei macht. Ja, also Flo wiederholt das, ich glaube, in jeder Folge mindestens einmal, dass das aus seiner Perspektive Religion etwas ist, das freimachen soll. Ja, also befreien soll aus sozialen Zwängen, befreien soll aus gesellschaftlichen Zwängen, aus eben aus dem, was dich einengt. Ja, da soll Religion dir die Möglichkeit geben, da rauszukommen und dich voll zu entfalten. In dem Moment, wo es unfrei macht, und das ist die Grenze, ist da irgendwas schiefgelaufen an der Stelle, würde ich behaupten. Ja, wir kennen das also aus, ich glaube, fast jeder Religion, dass es so Dinge gibt, die man mit sich herumträgt. Ja, so, also kleine Teile des Tanach zum Beispiel, ne, im Judentum, oder dass man sagt, ich nehme irgendwie dann vielleicht doch mal irgendwie so eine Plakette irgendwie mit. Oder dass du dir dein Kreuz umhängst und dich nackt fühlst, wenn du mal morgens vergessen hast. Genau, richtig, sowas, ne? Ich würde sogar sagen, ein Ehering beispielsweise, ne? Der macht dich ja auch nicht unfrei, nur weil er dich daran erinnert, dass du verheiratet bist, ne? Sondern es geht darum, dass dieser Gegenstand dir ein Gefühl geben soll, das dich orientiert, das dich sicher macht, das dir Sicherheit verleiht, dass dir Unterstützung gibt. Und solange es das tut, ist es gut. In dem Moment, wo es dich einengt, ist es falsch, ja? Fertig. Oder, naja, was heißt falsch, aber zumindest hinterfragungswürdig, sagen wir mal so. Ja. Weil es eben auch nicht besonders einfach immer zu erkennen ist. Also ich stelle mich jetzt sicherlich nicht hin und sage, das besagte Ömmekin von vorhin, das Flo so schön beschrieb, die also zu jedem Rosenkranzgebet geht, ja, und auch immer ihren Rosenkranz dabei hat, die ist nicht automatisch unfrei und die ist auch nicht irgendwie religiös überlagert oder verblendet oder so oder fundamentalistisch. Das gehört einfach zu ihrem Ausdruckswesen von Spiritualität an der Stelle, ja. Also ich zum Beispiel, ich brauche Ruhe beim Beten. Ich kann da nicht Rosenkranz beten. Für mich hat das keine meditative Wirkung, aber für diese Frau vielleicht schon. Wer bin ich, das zu beurteilen? Deswegen ich so die Praxis als solche auch immer dahin und daraufhin angucken würde, tut sie dieser Person gut, so. Ja, und da, wo sie das nicht tut, da muss man ganz stark aufpassen an der Stelle. Ne? Und da kann man sagen, hör mal, es geht auch noch anders und das möchtest du nicht lieber mal gucken, ob das wirklich was ist, was du weiter tun möchtest. Das ist zum Teil sehr, sehr schwierig, weil, das möchte ich gerne noch hinzufügen, weil die Kirche, katholische Kirche, TM, ja auch, sagen wir so, einige Strukturen aufweist, die es halt besonders leicht machen, Leute in Abhängigkeit zu bringen. Also zum Beispiel die Kopplung
der in früheren Zeiten mal als heilsnotwendig, eigentlich immer noch von manchen Leuten so behauptet, als heilsnotwendig beschriebenen Sakramente. Die wiederum kommen nur zustande, wenn ich einen heiligen, geweihten Mann dazu habe, der da also ein bestimmtes Seminar durchlaufen hat und so weiter. So. Und da hast du schon da im Grunde die Grundabhängigkeit, die man jetzt der katholischen Kirche nachsagen könnte. Ne? Das ganze Heil, das ganze Gute ist ja in erster Linie immer das Sakrament. Und das geht halt nur über die geweihten Männer. Es geht auch nicht über die geweihten Frauen und so weiter. Also, ne? Also kannst du ewig direkt weitermachen. Also die Struktur, die neigt dann eben schon sehr dazu, auch sagen wir mal, Macht und Machtfluss weiter, also damit was zu machen. Ne? Und jetzt sagen wir mal, dein Heil, was also zum Heil notwendig ist, ist, dass Gott dir deine Sünden vergibt. Wie vergibt dir Gott seine Sünden? Also wir wissen nicht, wie Gott dir noch so deine Sünden vergibt, aber wir wissen total sicher, dass wenn du bei einem geweihten Priester beichtest und er dir die Lossprechung erteilt, dass Gott dir dann die Sünden vergibt. Dafür brauchst du aber diesen Typen und der kann natürlich dann auch wieder machen, wie er lustig ist. Ne? Der kann ja mal sagen, heute lasse ich aber hier meine Seelenwaschmaschine mal zu. Ne? Oder du schmeißt dir einfach vielleicht doch nochmal irgendwie Passent rein oder was so. Ne? Und so. Also es gibt tatsächlich ein neues Feld, das innerhalb der katholischen Kirche noch gar nicht irgendwie strukturiert ist und wo noch gar nicht klar ist, wie man damit umgehen soll. Und das ist das des geistlichen Missbrauchs. Ne? Also nicht des sexuellen Missbrauchs durch Geistliche oder Seelsorgerinnen und Seelsorger, sondern des geistlichen Missbrauchs. Und das beschreibt also die Abhängigkeit, in die ein Mensch gerät, zu einem anderen Menschen, der ihm in einer geistlichen Struktur übergeordnet ist. Ja, also einem geistlichen Begleiter, einer Ordensoberin oder einem Abt, einem Priester oder überhaupt einem spirituell irgendwie charismatischen Menschen. Und das sind zum Beispiel völlig unfreimachende Strukturen an der Stelle. Ja, und auch da, ich hatte eine sehr, sehr spannende Fortbildung, wo eine der Vortragenden auch eben eine Betroffene war, also ein ehemaliges Opfer von geistlichem Missbrauch war, eine ehemalige Nonne auch. Und sie beschrieb also in ihrem Vortrag genau das als eines der Kriterien. Ne? Macht es mich unfrei, engt es mich ein, übt es Macht über mich aus und mache ich Dinge, die ich vorher für mich abgelehnt hätte. Und zwar nicht, weil ich sie möchte, sondern weil mein Gegenüber sie möchte. Und da sagt sie, da ist ganz klar die Grenze. Wenn sie auf diese Fragen ja antworten, ne, dann sind sie in einer abhängig machenden Situation und sollten da ganz schnell raus. So, ne? Genau. Und wir hatten ja im Vorgespräch kurz mal über den Unterschied Religion oder religiöse Gemeinschaft und Sekte gesprochen. Und wenn solche Abhängigkeitsverhältnisse klar befördert werden, gut geheißen werden und sozusagen zur Norm werden, dann hat man es meistens tatsächlich auch mit einer Sekte zu tun. Würde ich jetzt mal so als steile These. Ich habe ja schon gesagt, der Sektenbegriff ist sehr schwammig. Das kommt drauf an, wer ihn formuliert. Ja. Aber ja, das kann man natürlich so nehmen, ganz klar. Und also ich glaube nicht, dass jetzt Reliquien in der Lage sind, oder auch Devotionalien so eine Form von Macht auszuüben. Ne? Ich habe einfach nur stumpf darüber aufgeregt, dass mit einem impliziten, nicht klar ausgesprochenen Halsversprechen offenbar Kasse gemacht werden. Also letztlich das aus Not und aus Bedürftigkeit, jetzt nicht als schlechte Eigenschaft, sondern als etwas, was eigentlich jeder Mensch hat, Bedürfnisse, verdammte Axt, also aus Bedürfnissen oder aus Not Reibach gemacht wird. Also im Grunde ne, ist das jetzt das Heil, das komische Öl da mit dem Webshop, das ist fast schon so geil, dann wie unsere freundlich forschenden Pharma Unternehmen. Ne? Dann, genau, oder gewisse Fernsehpastoren, die dann ne, halt in ihrem Webshop irgendwelche Dinge, Wässerchen vertreiben oder was. Also ne, wer in den Libanon fährt und an das Grab des heiligen Shabel Maglouf irgendwie hingeht, der auch tatsächlich offiziell heilig gesprochen ist und alles, ne? Und dann irgendwie sagt, und seitdem ich da gebetet habe, geht's mir besser, geschenkt, ja? Und auch Lourdeswasser von mir aus, aber also die eine Schwierigkeit war halt eben der Reibach und das Geld machen damit und die andere Schwierigkeit finde ich halt, wenn man sagt, so jetzt habe ich hier etwas, das bewirkt, wenn ich es auf eine bestimmte Art und Weise anwende, A, B, C. Ja, das ist halt platt magisches Denken. Ja, genau, weil Aufklärung halt nicht zu machen. Genau, weil ich dann derjenige bin, der es mache und nicht Gott derjenige ist, der es macht. Und ich kann Gott nicht sagen, was er zu tun hat. Ne? So. Und das ist theologisch einfach schwierig an der Stelle. Und Kirche hat sich, wie gesagt, da immer schon gegen gewehrt.
Genau, also was Flo noch gar nicht erzählt hat, war zum Beispiel, dass im Mittelalter wurde gerne mal so konsekrierte Hostien, also aus der Eucharistiefeier geheiligte, konsekrierte Hostien genommen und das Tierfutter gemischt, damit die Kühe mehr Milch geben und so. Also richtig krass, ganz so klassisch magisches. Und das Ding musste auch hart unterbunden werden an der Stelle. Der Buddler, ein guter Freund von uns, Archäologe, der ja auch podcastet, der ein oder andere kennt ihn sicherlich, hat ja auch tatsächlich so gefaltete Bleiplättchen gefunden. Zaubersprüche. Wo dann tatsächlich christliche Sprüche in so gefalteten Bleiplättchen drin waren, die dann auch verkauft wurden, weil sie wie Schutzzauber gewirkt haben, aber die Texte, die dort drin waren, hatten christlichen Ursprung, das geht ja genau in die gleiche Richtung. Ja. Aber bevor wir das Fass jetzt auch noch aufmachen, weil wir uns schon 17 genau. Stunden sind wir hier schon dran, ne? Ja, also der längste. Also bitte. Ja. Glaube ich, kommen wir einfach mal zum Ende. Wir haben unsererseits das große Problem, dass auf der Hoaxilla-Homepage im Moment die Kommentarfunktion technisch nicht funktioniert. Da gibt es diverse Gründe, warum das so ist. Die DSGVO ist eine, aber der Zusammenhang ist noch ein bisschen größer. Insofern kann ich schon mal sagen, wer von unseren Hoaxilla-Hörern das hier kommentieren möchte, sollte das bitte per E-Mail tun. Und ich kann von Hand sozusagen Kommentare dann drunter setzen, sodass so die Kommentarstruktur dann erhalten bleibt. Weil ich glaube, dass viele Menschen über dieses Thema hier diskutieren wollen, über den Austausch mit der Griechenfrage. Eines der Argumente wird wieder sein, wie kann man diese Menschen so lange reden lassen und nicht unterbrechen? Umgedreht, eine Unart. Umgedreht bin ich natürlich gespannt, was bei euch kommentiert wird über das atheistische Pakt, mit dem ihr euch da eingelassen habt, was man ja auch nicht machen darf eigentlich. Vielleicht ganz zum Abschluss nochmal ein paar Worte zu Lourdes aus einer sagen wir mal, recherchierten wissenschaftlichen Sicht. Fand ich ganz spannend, habe ich gefunden, dass also rund 30.000 Heilungen seit so dem Beginn 1858 soll es gegeben haben. 6.000 von den 30.000 sind überhaupt nur dokumentiert. 2000 gelten als medizinisch unerklärlich. Da muss man aber nochmal gucken, was da mit gemeint ist. Und 67 Heilungen werden von der Kirche als Wunder eingestuft. Und hier auch noch die Information, dass die letzte Heilung so im Jahr 2005. Jetzt anerkannte. Anerkannt 2005. Der Artikel ist nicht ganz neu. Der ist aus 2011, aber die letzte dann eben aus dem Jahr 2005 stattgefunden hat. Und umgedreht hat es auch eine Wunderheilung zumindest gegeben, wo hinterher einige Jahre später die Person an genau der Erkrankung dann doch auch verstorben ist. Also nur um das auch nochmal einzuordnen mit Lourdes, mit ein paar Fakten. Also es wird schon auch deutlich gesiebt und es ist dann immer noch die Frage, diese 67 Einzelfälle, die es dann sind, die hier als Wunder anerkannt sind von der katholischen Kirche, ist halt die Frage, was bei einer noch kritischeren, noch wissenschaftlicheren Sicht passiert. Aber man muss auch eins einfach mal sagen, es gibt ja Dinge, die wissenschaftlich immer noch nicht zu erklären sind, was ja auch völlig legitim ist. Danke, dass du nicht das mit dem Ich muss jetzt nicht Shakespeare zitieren, weil ich zitiere jetzt auch nicht Batman, um wichtige Dinge zu sagen. Das ist nämlich genau Dinge zwischen Himmel und Erde ist ja Shakespeare, nicht mehr. Eine Geistergeschichte. Aber Wissenschaft kann eben heutzutage eben nicht alles erklären und Wissenschaft kann damit gut klären, kann damit gut leben, nicht alles erklären zu können. Wir wissen ja auch nur, dass es vermutlich den Urknall gegeben hat, aber wo er hergekommen ist, wissen wir nicht. Ich kann damit gut leben. Und wer das nicht kann, versucht eben ein Erklärungsmuster zu finden. Und wenn es denn ein Wunder, ein göttliches ist, dann ist das für die Menschen, die das so anerkennen können, okay. Und ich würde sagen, vielleicht ist es ein Wunder. Ich glaube aber eher, dass wir das einfach noch nicht erklären können. Und ich finde es besonders schön, dass wir eigentlich Konsens haben, das, was unfrei macht, das, was abhängig macht, ist kritisch zu sehen. Und ansonsten müssen Menschen natürlich das Recht haben, Dinge zu glauben und auch ihren ganz persönlichen Glauben im Alltag so leben zu können, wie sie das möchten. Und ihr dürft auch ein Fazit machen. Ich sage jetzt aber schon, Marc, Flo, es war mir ein Fest. Ja. Ich fand das eine wunderbare Episode und jetzt dürft ihr euer Fazit gerne ziehen, weil ich höre schon schweres Atmen. Und einem widersprechen. Genau, und einem wieder widersprechen. Ja, vielleicht, also ich könnte das auch zufrieden sein mit dem Urknall, so, ne? Muss ich aber nicht. Und finde ich einfach ein bisschen zu langweilig, nur so dann. Aber das ist halt auch so Geschmackssache und natürlich auch, wie man so groß geworden ist und so weiter. Also ich kann nur sagen,
es war extrem kurzweilig und es ist wie so oft, ne, geht's gleich der Vorhang zu und alle Fragen offen, ne, weil wir alles nur so angerissen heißt das. Haben so, und das hat, aber es hat halt einfach, es hat halt einfach Spaß gemacht, weil ja. ich einfach, aber das war ja damals, als wir uns auch in the flesh kennenlernen durften, auf dem Podcamp, es ist einfach, wir können es doch ganz gut verstehen, einfach so, ne? Und das ist, und das ist wirklich, warum denn das auch nicht? Ist richtig gut. Also, das sind halt auch Gespräche, also ich habe es sehr genossen und so wie der Marc gerade guckt, der sah kurz aus wie, also vor, also der hat es glaube ich sehr, sehr genossen. Oha. Sagt jetzt erstmal nichts mehr. Es wirkte so, als wolltest, es ging in dieser Satz weiter. Ich weiß nicht, was du... Ja, ich sage auch gerne mal Sachen, nicht? Das bleibt dann geheimnisvoll und dann können die Leute sich auch denken, was... Alles Mögliche Ding. Ja, also ich hab über die ganze Folge auch gedacht, das ist noch ein Thema, das ist noch ein Thema, das auch noch. Okay. Wie viel Zeit habe ich heute Abend? Also es war, ich fürchte auch, dass wir sehr, 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 sehr weit den Bogen geschlagen haben. Und ich bin ein bisschen gespannt. Ich bin wirklich ein bisschen gespannt, was da für Reaktionen drauf kommen, vor allen Dingen bei euch, weil ihr ja deutlich mehr Hörer hin und Hörer habt als wir. Ich weiß nicht, was bei uns, wenn bei uns was rausfällt, was da so kommen wird. Ich bin wirklich da sehr gespannt drauf. Ansonsten, es war mir natürlich eine unglaublich große Freude, dass ich dieses Thema überhaupt mit reinbringen durfte. Und habe ich jetzt noch, den Abschluss macht bei uns eigentlich immer Flo, deswegen ich bin das nicht gewohnt, das letzte Wort zu haben. Ihr könnt nochmal eure Webadresse nennen, wie man euch beide, wer jetzt sagt, die beiden ganz einfach www.gretchenfrage.net, aber nur mit einem T, nämlich so nett, wie wir sind, nämlich nicht ganz so nett, sondern nur mit einem T, genau, also www.gretchenfrage.net, genau, und auf Twitter sind wir verfügbar und auf Facebook auch. Ja. Und und da ist auch eine E-Mail-Adresse, falls man uns irgendwie persönlich schreiben möchte, kann man das gerne tun. Und vielleicht irgendwann ja mal wieder so. Ja, das ist sehr, sehr gerne. Ja, tolles Gespräch. Nochmal einen schönen Gruß ins Ruhrgebiet an die Kollegen von der Gretchenfrage. Es hat uns sehr, sehr gut gefallen, diese Episode, die wahrscheinlich ein bisschen polarisieren wird. Aber nichtsdestoweniger kann man, glaube ich, sehr viel mitnehmen, glaube ich, aus dem Gespräch. Da war eine ganze Menge drin, über das man nachdenken kann. Und Kirchenkritik per se gibt's halt an anderer Stelle im Internet. Das war jetzt auch gar nicht die Idee dieser Episode von uns. Berechtigt ist sie auf jeden Fall, aber das war jetzt nicht der Kern des Ganzen. Insofern hoffen wir, dass wir euch damit auch nicht nur eine Freude gemacht haben, sondern auch einen interessanten Podcast geboten haben. Also wir fanden es auf jeden Fall sehr lohnenswert. Und bevor wir gleich ganz viele Randinfos euch noch geben wollen, muss natürlich jetzt Alexa nochmal diese Kaufhausgeschichte aufklären. Und da bin ich auch mal sehr gespannt, was dabei rauskommt. Die Auflösung. Also ich persönlich finde ja Umkleidekabinen jetzt nicht so wirklich gemütlich, nicht mal solche, die richtig gut gemacht sind und auch geräumig sind. Ich frage mich, wie man da einschlafen kann. Und dennoch ist diese Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe von dem jungen Mann, der das getan hat und dann in einem geschlossenen Geschäft aufgewacht ist, wohl so geschehen, und zwar in Straubing. Im Jahr 2013, und das Ganze ist so als kleine kuriose Meldung über die dpa gelaufen und dann auch in ein paar Lokalzeitungen gelandet. Es hört sich, wenn man das so liest als Meldung, schon echt nach einer modernen Sage an, die ja auch in Form einer Zeitungssage mal durchaus daherkommen kann. Insofern war natürlich die Frage, ob das tatsächlich passiert ist, aber es gibt wohl Zeugen dafür, die den jungen Mann haben winken sehen. Die Polizei hat dann tatsächlich über diesen kuriosen Fall informiert. Und insofern kann man davon ausgehen, dass es keine bretnische moderne Sage ist in diesem Fall, aber ich fand die Geschichte irgendwie nett und ich finde auch, sie passt so irgendwie ganz gut in diese ungewöhnliche Folge. So viel dazu, ich fand es auf jeden Fall nett. Ja. Verrückte Geschichten schreibt dann das Leben manchmal doch auch in der Realität sozusagen und nicht nur in den urbanen Legenden oder modernen Sagen.
Wir haben als allererstes, glaube ich, eine Terminankündigung, die wir hier nochmal im Podcast machen können. Nämlich, man kann uns nach langer Zeit mal wieder live erleben, wenn man das möchte, in unserer Huxilla-Funktion. Wir haben schon gewisse andere Auftritte in den vergangenen Monaten gemacht, aber jetzt mal wieder ein richtiger Huxilla-Vortrag. Und zwar am 20. September in Frankfurt. Genau, im Club Voltaire, bei dem wir ja schon öfter zu Gast waren, ja, was immer sehr, sehr schöne Abende waren. Und wir würden uns natürlich wahnsinnig freuen, euch da draußen zu sehen. Genau. Und was machen wir da? Wir sprechen oder haben einen Vortrag zum Thema Facebook, Fake News und Rechtspopulismus, wo wir gemeinsam mit den Zuschauern zusammen mal schauen wollen, ob soziale Netzwerke besonders gut geeignet sind, Fake News zu verbreiten und vor allen Dingen auch im Bereich des Rechtspopulismus ja als Werkzeug dienlich und sind. Vor allen Dingen auch, wie man solche Fake News von News unterscheiden kann. Und Achtung Leute, es wird interaktiv. Also ich will jetzt niemanden vorwarnen. Wir hoffen, ihr kommt zahlreich und mit Freuden, aber ihr werdet da ein bisschen mitarbeiten müssen. Ja, genau. Also 20. September, 19 Uhr. In einer kleinen Hochstraße ist das in Frankfurt. Es gibt auch eine Ankündigung auf der Homepage. Veranstalter der Veranstaltung sind im gleichen Teil der Club Voltaire und die GWOP Rhein-Main, die uns eingeladen hat. Und weil wir immer wieder die Fragen kommen und Kommentare bekommen, die da sagen, könntet ihr nicht auch mal nach Grevenbroich kommen oder nach sonst wohin kommen? Das Problem, was wir immer haben, ist, wir haben keinerlei Budget, um irgendwelche Reisen zu machen eigentlich. Das heißt, wir kommen in der Regel immer überall gerne hin. Es muss halt immer nur die Finanzierung einer solchen Veranstaltung sichergestellt sein. Das heißt, wenn ihr Clubs habt, Gaststätten habt, Vereine habt, die solche Vorträge, wie wir sie machen können, ja auch machen vor Ort, dann sprecht doch mit den Veranstaltern und fragt, ob die uns nicht mal einladen wollen, weil dann kommen wir auch immer gerne zu euch. So ein richtiges Reisebudget, das wir haben und sagen können, jetzt fahren wir mal einmal durch die Republik und besuchen alle unsere Hörer, haben wir leider nicht. Das wäre toll. Das ist die Schwierigkeit daran. Das heißt, wenn wir immer was ankündigen, liegt das meist daran, dass uns jemand eingeladen hat, einen Vortrag zu halten. Insofern das nochmal zu den Fragen, wenn sie denn kommen, warum wir denn nie in Stadt XY mal was machen. Wir können ankündigen, dass wir in der nächsten Episode, in die kommen wird, ein Gewinnspiel haben werden. Wer ganz aufmerksam unsere sozialen Netzwerke verfolgt hat, weiß auch schon, um was es geht. Weil ich noch nicht so ganz gut mit einigen Dingen umgehen kann. Da habe ich was gespoilert, was ich gar nicht spoilern will. Ach so. Aber ich will nicht mehr spoilern. Sehr geheimnisvoll. Denn es gibt quasi schon einen Gewinner dieses Gewinnspiels, den wir unter unseren Patronen ausgelost haben. Und der Hinweis auf dieses Gewinnspiel für die Patrone ist dann falsch angeteasert worden, dann wusste man schon, um was es geht. Also, zwei Dinge, es gibt das nächste Mal was zu gewinnen bei Huxilla und das andere ist nochmal der Hinweis und der große Dank für all diejenigen, die uns auf Patreon unterstützen. Das ist extrem hilfreich, ich habe das vielleicht auch schon mal angedeutet, es wird noch extrem viel hilfreicher werden, wenn wir mit Huxilla TV aufhören. Weil wir natürlich dann ein wenig darauf angewiesen sind, wieder ein paar Einnahmen mehr durch den Podcast zu generieren. Der Plan ist, dass wir mehr Podcasts wieder machen werden, regelmäßiger Podcasts anbieten werden und dann kann man uns da unterstützen. Im Grundsatz bleibt Huxilla immer kostenfrei, also niemand muss sich schlecht fühlen, weil er uns nicht finanziell unterstützt oder es gibt auch Menschen, die können uns gar nicht finanziell unterstützen. Die brauchen mir auch keine Nachrichten schreiben oder die Alexa und sich entschuldigen dafür. Das ist völlig unnötig. Nee, aber Nachrichten schreiben generell mit Hinweisen, Anregungen, Themenvorschlägen ist natürlich immer wunderbar. Also damit unterstützt ihr uns auch. Genau. Und Feedback und Themenvorschläge. Und mit Werbung. Ihr könnt auch dann in eurem Bekanntenkreis Werbung für Huxilla machen. Das ist auch schon ganz viel. Für all diejenigen, die sagen, was ist denn überhaupt dieses Patreon? Auf unserer Homepage gibt es so ein orangefarbenes P, orange-weißfarben. Da könnt ihr mal draufklicken, dann kriegt ihr die Informationen. Das ist einfach eine freiwillige Unterstützung und man kann mit einem Dollar im Monat im Prinzip uns schon helfen. Und was kriegt man dafür? Insbesondere jetzt seit neuesten einen sogenannten Vlog. Das heißt, wir werden ein wenig mit dem Handy filmen, den Alltag hier im Huxilla HQ. Es wird immer so kleine besondere Events geben. Es wird demnächst jetzt gerade ein Making-of dieser Episode, die ihr gerade hört, geben, mal so der Blick hinter den Kulissen, wie so eine Folge entsteht. Und das sind dann allerdings Inhalte, die dann sozusagen nur für zahlende Kundschaft zunächst mal sind. Das ist irgendwie ungerecht, ist uns auch bewusst, aber immerhin ist es nicht so, dass das Gewinnspiel zum Beispiel nur für die Patrone ist, sondern da gibt's dann ein bisschen eher das Gewinnspiel und für alle anderen Hörer, die uns nicht finanziell unterstützen können, gibt's trotzdem
quasi das gleiche Gewinnspiel dann auch nochmal. Aber der Podcast ist für alle da. Der Podcast ist für alle da. Genau. Und guckt mal drauf. Da könnt ihr auch sehen bei Patreon, was so unser Wunschtraum wäre, damit wir nicht mehr einen finanziellen Verlust hinnehmen müssen durch den Wegfall von Huxilla TV. Da könnt ihr euch mal einen Eindruck erwecken. Das will ich hier gar nicht im Podcast sagen. Das könnt ihr euch da mal angucken. Und wie gesagt, für alle diejenigen, die uns aktuell schon unterstützen, ein Riesendankeschön. Danke, 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 danke. Das wissen wir sehr zu wertschätzen. Habe ich sonst noch was vergessen? Vortrag, Patreon haben wir, Gewinnspiel in der nächsten Episode. Ich glaube, das war so ein großes. Ja, es sei denn, du willst jetzt auch das Thema anteasern, aber das machen wir nicht. Das bleibt geheim. Das machen wir nicht, aber wir können schon mal sagen, dass die Folge auch wegen des Gewinnspiels noch mehr geteasert, auf jeden Fall noch im August erscheinen wird, sodass ihr also in den nächsten anderthalb Wochen nochmal mit einer weiteren Episode rechnen könnt. So, und jetzt haben wir, glaube ich, genug gesprochen. Ach, eine Sache fällt mir gerade noch ein. Ja, die Suchfunktion auf unserer Homepage geht im Moment nicht. Ach so, und die Kommentarfunktion, ne? Geht im Moment auch nicht. Das liegt daran, dass wir grundsätzlich die komplette Internetseite überarbeiten wollen demnächst. Und es lohnt sich einfach nicht mehr, jetzt noch Programmierarbeit zu investieren, tatsächlich auch finanziell zu investieren, um die Suche und die Kommentarfunktion anzupassen. Wir müssen mal gucken, ob wir die Kommentarfunktion, das hat was mit der DSGVO zu tun, dass wir das ändern mussten, noch ans Laufen kriegen. Ansonsten, wenn ihr was loswerden wollt, gerne eine E-Mail an info@huxilla.com und ich kann, wenn ich das richtig überblicke, zumindest von Hand selber Kommentare untersetzen. Ja, es sei denn, sie haben eine epische Länge. Das, ja, also, genau. Nicht, dass man da anfängt und ganze Artikel. Genau, also insofern vielen Dank für all die Hinweise, die da gekommen sind, aber das wissen wir im Moment, das ist so der größeren Strategie im Hintergrund geschuldet. Und es kommt wieder. Es kommt wieder, genau. So, das war's aber, glaube ich. Da als Hinweis, man kann der erste Button, das Social Media, dieses Symbol, das ist der Podcast-Feed. Und wenn man wenn man da draufklickt und der Browser das unterstützt, dann wird der gesamte Podcast-Feed aufgerufen und den kann man dann im Browser mit Steuerung F durchsuchen. Dann kann man auch nach Schlagwörtern suchen. Oder man guckt die Episodenliste durch. Genau. Oh Mann. Bis demnächst. Wünsche ich euch alles Gute und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Huxilla Podcast ist und wird für immer ein kostenfreier Podcast bleiben. Aber ihr könnt unsere Arbeit gerne unterstützen mit Flatter oder als Patronen bei Patreon oder über PayPal oder über unsere Amazon Wishlist. Geht auf unsere Seite, klickt auf die entsprechenden Links und dann findet ihr dort die Informationen. Dankeschön. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@huxilla.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.